Guten Abend, liebe Menschen und Freunde da draußen. Live-Ziel hinzufügen. Wir haben hier kein Live-Ziel. Ich brauche kein Live-Ziel. Wenn ihr mir was schenken wollt, schenkt ihr mir was. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, man kann mich verstehen. So, Gäste kann man hier auch reinholen. Live mit Gästen freischalten. Schließe das Wachstumsprogramm. Wo macht man das Wachstumsprogramm? Das muss ich mir mal merken. Hi Stefan Dahlheimer, hi Carmen. Carmen, für dich würde ich, wie geht das? Für dich würde ich sterben, Carmen. Kennt ihr das? So, ich mach mal das andere Handy an. Um zu überprüfen, kann man mich gut hören? Um zu überprüfen, ob auch alles sehr gut hier läuft. Ich bin nicht zu Hause bei mir, sondern zu Hause bei meiner Mom. Aber die sind nicht da, zum Glück. So, jetzt warten wir mal kurz ab. Was ist mit 18 Jahren? Willkommen bei TikTok. Viel Spaß. Hosts müssen mindestens 18 Jahre. Ich bin mindestens 18 mal 2. Fast. Doch, bin ich. Jo. Hallo, Freunde. Hallo, Football. Hallo, Christina. Football-Schädel. Arnold, Football-Schädel. Hi, Christina, Chris Lowe. Seid gegrüßt. Ich muss jetzt einmal noch kurz warten, ob das auch auf Telegram geteilt wird. Aber irgendwie spinnt hier alles, trödelt hier alles. Keine Internetverbindung. Akku auch fast leer. Prost, Mahlzeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Hallo und Co. Ihr kommt und geht immer herein und raus. Ich hoffe, es geht euch gut. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ob das alles passt. Das ist ja immer so ein Getüdel hier. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hätte auch gerne mal Gäste, aber da muss ich irgendwas machen. Nämlich das Wachstumsprogramm. Hat eine Ahnung vom Wachstumsprogramm, was man da machen muss? Sinan G ist beigetreten. Schlechtig von dannen. Björni, servus, guten Abend. Nur die AfD, dafür steht wahrscheinlich deine drei blauen Herzchen. Wie heißt das Programm? Hier, Wachstumsprogramm. Wenn ich Gäste freischalten will, dann muss ich das Wachstumsprogramm für Live Creator abschließen. Wo findet man das denn? Und wenn ich jetzt auf Details gehe, ist wahrscheinlich der Stream zu Ende. Service, Radio, Service. Kein Plan, Skywalker. So ist das manchmal im Leben. Traurige Geschichte. So. Ach, wir schnacken einfach los. Wenn Leute kommen, kommen sie. Wenn nicht, nicht. Ihr habt ja meine Videos gesehen. Der Ton passt, glaube ich. Das ist hier ungewohnt, weil bei YouTube, da sagen mir dann die Leute, ob alles passt vom Ton und Co. Das ist ja hier erstmal mein zweiter Livestream. Ihr wisst ja, ich bin offizieller rechtsradikaler Schwurbler. Ich bin natürlich nicht rechtsradikal, aber fürs öffentliche Narrativ bin ich ein böser Rechter. Eine böse Rechte, wenn wir beim Gendern sind. Ihr wahrscheinlich auch, die meisten von euch. Wieso musst du das wissen? Das ist traurig. Was muss ich wissen, wie dieses Zeugs geht? Naja, dann kann man auch mal Leute reinholen, oder? Dann kann man mit Menschen reden, nicht nur über Menschen. Hallo, Mr. Z. Lizzi Giftzwerg läuft, dankeschön. Servus Rasenmähermann. So. Ich gucke immer wieder. Ich gucke jetzt noch einmal nach und dann ist gut. Dann fangen wir an zu sabbeln. Ich habe hier zwei Hunde, die manchmal ausrasten, wenn draußen Hunde bellen. Vor allem meiner ist ja super toll im Game. Voll die peinliche Wurst. Aber nun gut. Der war auch schon ein paar Mal beim Tierarzt und wurde zerlegt, weil er eben nicht der Liebste ist. So, jetzt lusche ich einmal kurz. Achso, ich habe ja keine Internetverbindung. Brustmahlzeit. Naja, sei es drum. So, über was für Themen wollen wir sprechen? Wir fangen heute mal an mit der Geschichte mit der AfD-Wahl. Denn man kann die AfD mögen oder nicht. Bist du Veganerin? Fragt Mr. Z. Hi, Kopf. Kopfficker Spike Official.
Du kannst mir doch helfen mit diesen Gästen. Da muss mal irgend so ein Programm, wartet Leute, danach rede ich weiter. So, du musst jetzt hier bleiben, Kopf, Mister. Wachstumsprogramm, Life Creator, wenn ich Gäste einschalten will. Wie macht man das denn, Mister Kopf? Ausrufezeichen, CKER. Das wäre cool, wenn du mir das mal erklärst, weil ich weiß nicht, wie man das machen muss. So. Bist du Veganer? Bist du nicht die Veganerin? Ich sehe doch nicht aus wie die aktive rebellische Veganerin, Radikale. Wie heißt sie nochmal? Revoluzzer-Veganerin. Nee, die bin ich nicht. Ich habe kein Friends Only und ich habe auch noch keinen Schmuddelfilmchen gedreht. So sieht's aus. Was geht? Spike einfach nur. Spike einfach nur? Was? Ach so, Spike, dein Name. Ja, ich bin Single. Also ich musste kein Tutorial. Nee, aber hier unten, wenn ich auf Gäste drücke, dann steht live mit mehreren Gästen freischalten, schließe das Wachstumsprogramm ab. Das steht da so. Und wenn ich wahrscheinlich jetzt auf Details anzeigen gehe, bin ich wahrscheinlich hier raus. Eminem ist beigetreten. Sauber. Hallo Frau Pony. Hallo Herr Surfer. Wie jung bist du? Was schätzt du denn, Mr. Z? How old am I? Mr. Z, Ende 20, ja. Nee, das Doppelte bin ich. Also nicht von Ende 20, sonst wäre es ein bisschen krass. Ich bin 40. 40 bin ich geworden. Vor ein paar Monaten schon. Also keine Ende 20, aber danke fürs Kompliment, mein Lieber. Wenn du kannst, würden Stream gleich wieder neu starten. Kannst du den? Wenn, dann kannst du den Stream. Okay, also ich soll es mal riskieren. Ich riskiere es, ansonsten komme ich eben gleich wieder online. Mädel, du bist wirklich gut, weiter so. Dankeschön, mein lieber User Mattes und die lange Zahl dazwischen. Woher komme ich aus Sachsen-Anhalt? Man nennt es auch Glatzen-Anhalt. Da lebe ich vorübergehend erstmal für die nächsten 2 Jahre. Und dann, ich liebäugel das Land zu verlassen. Wohin? Noch nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Jetzt fahre ich erstmal 2 Monate nach Italien in ein paar Tagen mit dem Bus durch Italien und dann gucken wir mal. Mein Ziel ist die Selbstversorgung, ein Grundstück verkaufen, verkaufen, kaufen und mich selbst versorgen, Essen anbauen und so weiter und so fort. Da ich dieses System zutiefst verachte und kein Teil davon sein will und es keine andere Option gibt. Vor allem, wenn man gesundes Essen in Zukunft noch auf seinem Tisch haben will, sollte man es selbst anbauen. Surfer verlässt auch Deutschland. Wohin gehst du, Surfer? Dankeschön. Kacksystem, ich hasse es wie die Pfiff. Keine bösen Wörter, Juni. Resta in Italia. Ja, ich guck mal. Ich bin ja halbe Italienerin. Mein Vater war Italiener. Der ist leider letztes Jahr von dannen gestriffen in die ewigen Jagdgründe. Ja, von daher Thailand, okay. Kenne ich auch einige, die in Thailand sind. Hey, Nox! Heidi, grüß mein lieben Freundchen. Schön, dass du hier bist. Und danke für die Rosy Rose. Servus, Tobi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du auch tick-tick-tick-tick. EU will ich verlassen. Ja, damit habe ich auch erst gespielt, die EU zu verlassen. Allerdings habe ich eine 20-jährige, fast 23-jährige Tochter, die noch in Hamburg lebt. Da habe ich lange gelebt. Und meine Mama ist ja auch noch hier in Bayern. Und ich wollte auch anfangs nach Südamerika oder Mittelamerika. Allerdings, wenn du dann in der Selbstversorgung bist, kein Geld hast und hier passiert irgendwas, und das habe ich letztes Jahr gemerkt, als mein Vater auf einmal holterdipolter im Hospiz lag, dann ist das schon ein bisschen beschissen. Da war schon Hamburg weit weg von Bayern. Und wenn du dann auf einen anderen Kontinent bist und nur per Flug hierher kommst, im Notfall, nee, sorry. Und im Endeffekt, in Deutschland bleibe ich nur nicht, weil hier man einfach zu Tode versteuert wird. Wenn ich mir hier ein Grundstück hole, dann kann ich das in spätestens 5 Jahren wieder abgeben, weil sie es mir wegversteuern. Daran habe ich kein Interesse und an diesem ganzen deutschen schändlichen System überhaupt nicht. Dieses US-verseuchte Drecksystem hier, man kann es auch nicht anders nennen. Alles in der EU ist Kacke, ja, aber es gibt noch Länder, wo Werte etwas weiter oben stehen. Zum Beispiel die familiären Werte. Geh mal nach Italien versus Deutschland. Ich weiß, in Italien nimmt das auch zum Teil gerade eine Wende, habe ich mitbekommen, dass da auch die Belladonnas nur noch so verfranste
alerter Generationskinder sind. Man wird es sehen. Mach jetzt, bevor noch reinkommen. Mach jetzt, bevor noch reinkommen. Bevor noch mehr reinkommen. Hi Hope, hi Nayari. Okay, ich versuch's. Also Leute, nochmal Information. Ich versuche jetzt die Option Gäste freizuschalten. Da gibt es so Details. Wenn ich hier rausfliege, komme ich gleich wieder live. Wenn ihr hereinkommt, dann wieder, wäre schön. Wenn nicht, ist es auch okay. 66 Leute. Eine schlechte Zahl. So, jubeln. Sorry, ich muss das alles erstmal ausprobieren. So, okay, ich versuche das jetzt. Gäste, Details anzeigen. Gehe 30 Minuten live, erreiche mehr Zuschauer. Okay, habe ich. Gehe 120 mit Stufe 2, 120 Minuten live. Gehe an drei unterschiedlichen Tagen live. Schalte 9 weitere Live-Funktionen frei. Aha. Stufe 2 zwischen 8. Das verstehe ich jetzt alles nicht. Das ist sehr komisch. Hostwachstumsprogramm. Also Stufe 1 ist, ich muss 30 Minuten live war ich ja schon. Gehe 120 Minuten live. Das heißt, ich muss jetzt heute 2 Stunden live sein. Oder ist das ach, im Zeitraum vom 24. bis 8.7. Ist ja schon vor. Nee, ist noch. Heidewitzka. Okay, also da muss ich jetzt 2 Stunden live gehen und an drei unterschiedlichen Tagen. Das ist ja ein richtiges Zwangsprogramm hier bei Tick-Tick-Tick-Tock. Okay, danke für die rosa Kopie, Spikey. Ich hoffe, du bist kein Spike-Protein. Gut, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ich muss 120 Minuten live gehen. Heute habt ihr mich also 2 Stunden an der Backe, ob ihr wollt oder nicht. Ich werde euch quälen. Ihr könnt ja einfach wegschalten, wenn ihr keinen Bock habt. So, zurück zur eigentlichen Thematik. Falls es zu dunkel wird, muss ich hier ein Licht anmachen. Dann ist es halt so. Zurück zur eigentlichen Thematik oder einer der Thematiken, die jetzt so aktuell wieder sind. Thüringen. Thüringen beziehungsweise Sonneberg ist ja hier gar nicht so weit weg, wo ich gerade bin. Ich bin in Nordbayern. Da ist ja jetzt die Wahl, da ist jetzt dieser Landestyp von der AfD, Kesselmann oder wie heißt er? Und der wurde ja jetzt gewählt in den Landtag und das finden die wieder gar nicht gut. Die richtigen, echten Demokraten finden das scheiße und möchten in einer Demokratie keine demokratisch gewählte Partei, wenn sie nicht den Ansprüchen der richtig, echten Demokraten gerecht wird. Ergo möchte man jetzt, wie bei der Kemmerich-Geschichte vor einigen Jahren, die man ja, die Merkuletta rückgängig gemacht hat, im Endeffekt war es verfassungswidrig, die AfD hat damals geklagt, kam dann 1, 2 Jahre später, hat das Verfassungsgericht gesagt, jo, war nicht rechtens, aber es wurde auch nicht alles rückgängig gemacht, dass der Kemmerich wieder am Start ist. Nein, es ist so geblieben. Ergo haben wir in Deutschland de facto keine Demokratie, eher eine Dämonkratie. Dämonen beherrschen das Volk. Das Problem ist, der Großteil des Volks ist stupide und hat nicht eine einzige funktionierende Gehirnzelle. Es tut mir leid. Beispiel, das Video, das ich heute, glaube ich, war das veröffentlicht habe, ging ja ziemlich gut durch die Decke, haben ja knapp 50.000 Leute gesehen. Danke, Freunde. Nämlich dieses Video mit diesen Herren, der blaue AfD-Luftballons angeblich über den Kindergartenzaun an die Kindergartenkinder verschenkt hat. In dem Video sieht man, dass die Ballons blau sind und nur 2 AfD-Ballons, die auch im Auto bleiben, dort liegen. Das Witzige ist, das T-Shirt Wer macht wieder mit H, gibt es übrigens in einem, Mist, jetzt ist der Akku hier leer, in einem Shop, in dem es noch andere T-Shirts gibt, irgendwie. Wartet mal, ich muss jetzt doch gucken, ob ich das in den einen Channel gespeichert habe. Weil das muss ich euch, ihr müsst da mal reingucken. Irgendwas 18 heißt das, wo es das T-Shirt gibt. Und da habe ich mal auf dieser Homepage geguckt, wo es dieses T-Shirt gibt. Da gibt es noch andere T-Shirt. Der Homeshop, also der Shop-Besitzer ist ein NPD-Mitglied. Die NPD, vielleicht wissen es viele nicht, ist eigentlich eine Verfassungsschmutzpartei. Also die wurde irgendwann unterwandert und dann wird sie jetzt einfach zum Mittel zum Zweck benutzt. So, dieses T-Shirt gibt es dort. Dort gibt es auch noch andere T-Shirts, zum Beispiel. Mir fällt es nicht mehr ein. Ich habe gebrüllt. Ich fand das richtig krass. Hört ihr die Leute da draußen auf? Wartet mal, ich schau mal.
Ob es hier ist. Das war nur das Kreuz hat vier. Wartet mal, ich muss gucken. Schreibt ihr irgendwas? Druckberichte? Druck 18, genau, Druck 18. Da gehen wir jetzt einfach mal auf die Seite drauf und ich zeige euch das. Freunde der Sonne. Und du hältst jetzt die Klappe dahin, du musst dich immer knurren. Hier unten, Freunde, schaut euch das an. Mr. Knurkator. Ja, guck nicht so doof. Er knurrt immer, das ist voll das Alarmtierchen. Er knurrt einfach immer, wenn da draußen ein Hund vorbeiläuft, rennt er zum Zaun wie so eine Furie und rastet hart des Todes aus. Das ist Bolle, wie er leibt und lebt. So, jetzt wollen wir aber, wie hieß das nochmal? 18? Jetzt ist es schon wieder weg. Schreib nochmal. Druck 18, genau. Danke für die Rosen. So, Druck 18, Freunde. Jetzt luschern wir mal die Seite an, wo es dieses Wer macht wieder mit T-Shirt gibt. Von dem Herren, der. Nur mit dem LTE, ja, ich hätte Hotspot von diesem Handy geben müssen, weil ich mit diesem Handy. Das war mein ehemaliges Stream-Handy. Jetzt funktioniert das nicht. Ich könnte. Wartet mal, vielleicht geht das ja, während ihr. Seht ihr mich noch? Ich hoffe ja. Ich mache jetzt mal kurz Hotspot for this Handy and then it goes. Weil hier ist ja alles nicht immer super vorbereitet in meinem Leben. Okay, ich glaube, das ist schon automatisch connected. Jetzt müssen wir hier das machen. WLAN. Geh jetzt los. Ich hoffe, es geht. Ja. Super. So, jetzt müssen wir nur noch Druck 18. Ohne Momento. So. Druck 18, Leute. Hier schon mal. Könnt ihr das sehen? Uah. Ja, jetzt kommt der ganze Müll runter. Das ist, wenn man lang sein Handy aus hat, dann kommen 1.000 Millionen Benachrichtigungen, die keiner haben will. So. Nur notwendige akzeptieren. Hier, so sieht die Seite aus. Druck 18. Das soll jetzt keine Werbung sein. Wir sind gespiegelt, wa? Es ist falsch gespiegelt, ne? Kann man das hier umstellen? Oder muss man das am Anfang machen? Ich gucke mal, ob das geht. Kommentar, Kamera wechseln. Spiegle dein Video. So, ja, müsst ihr jetzt, bin ich richtig rum? Da muss ja jetzt Druck 18 auch lesbar sein. Wartet. Yo, Druck 18.de. Jetzt zeige ich euch hier schon, da unten der Pullover, rot, schwarz, weiß. Der verkauft anscheinend auch solche Bettwäsche. Aber was richtig krass war, hier auch Deutsches Reich Pullover, Freunde der Sonne. So, wir gucken aber noch. Ich habe so krasse Shirts dort gesehen, wie sie Kinnlade runtergeklappt. Es stand irgendwie bei unter Spaß-T-Shirts. Wartet, wartet. Also es war echt krass. Used Look, Druck 18 Pullover. Ne, nerv doch jetzt nicht. Wo war das? Einen Moment, Freunde. Dann bist du jetzt links. Ich bin definitiv nicht links und ich bin auch definitiv nicht rechts. Ich bin einfach out of Kisten. Ich brauche keine Kisten. So, natürlich geht das jetzt nicht, was ich möchte. Gehen jetzt auch hart auf den Keks hier. Oh, jetzt die ganze Seite zu. Es ist immer der Vorführeffekt, dann geht einfach gar nichts, diese Dulli-Scheiße. So. Bekleidung. Ich wollte aber. Druck 88 gibt es auch. Druck 18 und Druck 88. So, lade jetzt. Ist doch wunderschön, diese Sachen. Findest du die wunderschön? Selbst wenn du kannst nichts dran ändern, dass er das verkauft. Das will ich auch nicht ändern, dass er das verkauft. Du kennst mich wohl nicht, Freund der Sonne. Das ändert, ich will es nicht ändern, aber ich finde es halt heftig krass. Wartet, hier. Alles hat einen Haken, nur das Kreuz hat vier. Das gibt's als T-Shirt, Freunde. Just for your information. Hier. Ich zeig's euch in groß. Wartet, Freunde. You will see, you see. Na und, du kannst ja nichts machen, aber ich will es einfach mal mitteilen, was das hier alles gibt. Was ist das für eine Kacke? Alles hat ein Ende, nur das Kreuz hat vier. Das ist nicht meine Meinung, das ist in diesem Shop. Und da gibt es noch ganz andere Shirts. Und ich dachte mir schon, es ist ja unter dem Video viral gegangen. Was stand da? Wer macht nur sowas? Und jetzt geht das halt viral mit diesen Wehrmacht. So, zurück zu dem Typen. Wehrmacht
Wieder mit T-Shirt, von hinten schön leserlich. Die Luftballons alle blau, außer die zwei, die er nicht verteilt hat, stand keine AfD drauf. Die Hose schön in den Reichsfarben von der Reichsflagge, Kaiserreichsflagge. Das Kaiserreich hat für mich nichts mit Nazis zu tun. Das war vor den Nazis und Adolf Hitler hat ja dann eine andere Fahne gemacht. Wahrscheinlich wollte er sich mit dem Kaiserreich nicht identifizieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Selbstliebe sicher doch. So. Finally 88 ist klar, dass das für dich normal ist. Das ist ja auch in Ordnung, wenn du das schön findest, kannst du dir das Zeugs ja auch kaufen. Servus Flecki privat. Dann gönn dir, kauf es dir, trag es. Wer macht denn sowas? Es ist schon fast wieder lustig, muss ich auch sagen. Nach der Aktion. Auf jeden Fall, dieser Typ, der die Luftballons verteilt hat und zufällig jemand da stand mit der Kamera, der das alles aufgenommen hat. Ja, hoppala. Und dann teilt gleich die Dunja Hayali und all diese Superhelden des Shame-Streams teilen das alle und peitschen es durch. Die AfD, passend natürlich, wo ein Tag vorher dieser Typ in den Landtag gewählt wurde. Sonneberg ist jetzt extrem rechts anscheinend. Das schreiben ja die Alerta-Alerta-Schreikinder über mich auch immer, dass Ehrenfrau TV ist extrem rechts. Warum schreiben die nicht rechtsextrem? Weil rechtsextrem, da könnte ich zum Anwalt gehen und den Stunk machen. Aber bei extrem rechts geht das nicht. Und die Shamestream-Medien machen das ebenfalls so. Die extrem rechte verschwörungsideologische YouTuberin hieß es damals bei Anti-Stern TV. Hochgradig gestörte Leute. Folgt dem Live-Creator, danke. Halte das auch für ein inszeniertes Foto. Das ist kein Foto, das war ein Video. An dem Foto ist so viel falsch, dass man das gar nicht kann. Dankeschön, Melissa. Hallo, Abu Amir. Abu Amir. Seid gegrüßt. Jeder darf hier rein. Ein Stein ist auch beigetreten. Das ist doch wunderbar. So. Es ist einfach eine Farce, was hier in Deutschland passiert. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich am meisten schockiert darüber, dass wirklich 70 bis 80% vorm Fernsehen, vor der Tagesschau oder sonst wo sitzen. Und wenn sie dieses Video sehen, sie glauben, dass das echt ist. Sie glauben das. Ihr seht ja auch an dem Video, an meinem vorletzten Video, das ich hier im Kanal habe, mit dem alten Herrn mit den Klimaklebers, der dann alle beschimpft, weil die Spree steigt ja jetzt bald über die Ufer. Hat der alte Herr gesagt, und wenn die dann über die Ufer steigt, dann schreien wir alle zuerst, die den menschgemachten Klimawandel nicht so ernst nehmen wie die andere. Ich persönlich stehe dazu, der Klimawandel ist meiner Meinung und laut vieler Experten, die mundtot gemacht wurden, davor noch angesehen waren, nicht menschgemacht. Auch wenn manche sagen, ja, so ganz menschgemacht ist er nicht, aber wir peitschen das hier schon voran mit unserer Verschwindung und unserem CO2-Geballere. Nein, bin ich auch fest von überzeugt, dass dem nicht so ist. Was man natürlich nicht gleichsetzen darf mit Umweltverschmutzung. Die Umwelt wird ge des Todes, auch im Namen des Klimawandels oder der CO2-Einsparungen, wird die Umwelt hart penetriert. Das darf man ja noch sagen. Und zwar von denen, die sich grün auf die Fahne malen. Die reißen die Wälder weg, damit sie Windparks hinballern können. Die reißen auch Felder und Wälder weg, um Solarparks zu bauen. Das heißt, wir können irgendwann in 50 Jahren sitzen die Deutschen alle vor der Glotze, können sich Naturdokus reinziehen. Wie schön Deutschland doch mal war. Aber Hauptsache, wir haben genug Strom, um das im Fernsehen anzugucken. Wenn man aber aus dem Fenster guckt, gibt es dann kein Grün mehr. Deswegen heißt es ja auch grüne Energie. Denn überall, wo diese Energie auftaucht, ist kein Grün mehr vorhanden. Wird alles grün platt gemacht. So viel zu CO2-Einsparungen. Wir brauchen doch eigentlich Bäume, wenn wir ein gesundes Klima haben wollen. Aber anscheinend haben die Grünen das vergessen, während sie in ihre Geldbörsen gucken und die Scheine zählen, die sie von irgendwelchen Industrien bekommen, die erneuerbare Energien für viel Geld anbieten. Vor allem die Lebensdauer von so einem Windrad ist ja auch nicht allzu lang. Das heißt, das ist ein Endlos-Business für die, die die Windräder herstellen und aufbauen und so weiter.
Einfach mal drüber nachdenken. Patrick möchte die AfD, das ist auch in Ordnung. Ich persönlich vermute, dass die AfD nicht unseren Arsch retten wird. Ihr könnt es ja mal versuchen, sie zu wählen und euer Glück probieren. Aber meiner Meinung nach wird jetzt eben dieser Rechtsdruck kommt jetzt von links nach rechts und dann geht es wieder irgendwann in zig Jahren wieder nach links. Die SED, die Windräder werden subventioniert und sind nicht wirtschaftlich. Ja, so sieht's aus. Das ist ja der nächste Punkt. Und so schön umweltschädlich sind die Windräder, umweltschädlich, sie vernichten einige Vögel. Das Problem an den Windrädern ist ja, die sind diese Mega-Windparks. Und die stehen ja nicht nur irgendwo im Meer, an der Küste, nein, direkt in Glatzenanhalt stehen auch ohne Ende Mega-Windparks. Oder in Brandenburg, fahrt doch einfach mal mit dem Auto durch Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Windparks, da stehen A150 Windräder teilweise auf einem Fleck. Wenn die die ganze Zeit blasen und die blasen, wenn die die ganze Zeit sich drehen, wäre es ja eine Sache, aber es drehen sich ja viele nicht. Warum nicht? Weil ja sonst das Netz überlastet wird. Es ist eine ganz komplett irre Geschichte. Und ganz ehrlich, und dann erzählen sie immer, zum Beispiel auch bei Solaranlagen auf dem Dach, ja, es gibt ja keine Geräte, wo man das speichern kann. Natürlich, jede verschissene Autobatterie könnte den Strom speichern. Das ist möglich. Aber nein, wenn du dir eine Solaranlage auf dein Dach ballerst, dann muss das eingespeist werden ins öffentliche Stromnetz. Und wenn es ganz dumm läuft, kaufst du es dann wieder für Geld zurück. Das ist Deutschland, Freunde. Und auch mit den Windrädern. Wieso produzieren nicht alle Windräder Strom? Und wieso gibt es nicht irgendwo Speicher, wo dann eben der Strom gespeichert wird für Zeiten, wenn kein Wind weht, dass dann Strom da ist? Aber hoppala, das gibt's nicht. Das will man anscheinend nicht. Und man möchte auch nicht, dass jedes Haus in seinem Haus so eine Box hat, wo du deinen Strom von deiner Solaranlage speichern kannst. Warum nicht? Weil du ja dann unabhängig wirst. Und was möchte dieses System aktuell? Euch alle in die Abhängigkeit des Todes treiben. Und deswegen ist es aktuell so wichtig oder wichtiger denn je, dass wir uns unabhängig machen von diesem System. Unsere Nahrung selber produzieren, wenn wir Strom brauchen, den auch selber produzieren und so weiter und so fort. Dann wird dieses System nicht lange sein. Das Kabel ist nur verstopft. Der Widerstand, der durch Windrad entsteht, hat jetzt schon messbare Veränderungen. Welcher Widerstand meinst du jetzt? Dankeschön für das Kompliment, Bad Hair Day. Das sagst du doch extra mit dem Namen. Weil die Menge nicht gespeichert werden kann. Ach, hoppala, wieso macht man denn nicht an jedem Windrad einen eigenen Speicher dran? Das kann nicht gespeichert werden. Dann ist es ja sowieso die Verarsche vorm Herrn. Das ist sowieso die Verarsche. Und was machen denn diese Windparks? Die können nicht das Wetter beeinflussen. Wenn 150 Windräder gleichzeitig sich in die gleiche Richtung drehen, erzähl mir nicht, dass das minimale Einflüsse auf jeden Fall auf das regionale Wetter außenrum hat. Der zweite Punkt ist, durch dieses Geblase von den Windrädern, durch das Drehen entsteht ja Wind, also trocknet die Oberfläche der Erde heftiger an. Ergo müsste der Bauer, der außenrum Felder hat, viel öfter gießen. Oder das Essen vertrocknet. Einfach mal drüber nachdenken. Es ist nicht die Lösung, ob Atom die Energie die Lösung ist, ist auch eine andere Sache. Soll mal runtergehen. Falsch, der Wind dreht die Räder, ja, Entschuldigung, und die Räder blasen dann. Also wenn ich einen Ventilator von mir puste, dann ja auch ins Gesicht. Oder durch den erzeugten Wind macht. Windräder erzeugen Wind. Ja, Windräder erzeugen zusätzlich Wind. Wie ist es denn, wenn ein Ventilator vor dir steht? Erzeugt der keinen Wind? Oder ein Windrädchen, das sich im Wind dreht und du stehst davor, pustet dich das nicht an? Was lachst denn da so dumm? Booster zu viel oder was? Heidewitzka. Bitte einmal Format C durchführen. Was meinst du damit? Verstehe ich nicht. Der wird vom Strom gedreht. Das Windrad wird ja auch mit Strom mit angepitcht, das weiß ich schon. Also es ist einfach ein Irrsinn an sich in sich. Du liegst falsch, aber der Schluss ist richtig. Na dann, Pio statt Bio, dann ist doch alles super, Pater Pio.
Ein Windrad dreht sich nicht so schnell wie ein Ventilator, stimmt. Physik ist zu einfach. Versuch doch mal Neustart. Sehe dich heute zum ersten Mal gut, Ertan. Jetzt siehst du mich, der Dude. Bin einmal Boost. Bootsrappen, die Rednerin. What the hell? Bootsrappen. Energieerhaltungssatz. Bist du Ingenieurin? Ich bin alles. Alles. Alles, was du willst. Fang an, Bücher zu lesen. Das hilft dir. Ich lese viele Bücher, du Hate Dog. Hate Dog. Sehr viele Bücher. Um was geht's hier? Wir haben kein genaues Thema. Ich hoffe, das alles ist Satire. Jetzt kommen wieder die Hater-Bitches. Windräder, die noch nicht am Netz sind, zum Beispiel auf hoher See, werden mit Diesel angetrieben. Ja, hoppala. Diesel, das büße Diesel. Alles, was du. Jetzt ist schon weg. Was bedeutet das eigentlich, wenn ihr hier Königsberg wurdest du eben Mitglied Nummer 7, das dem Team beigetreten ist? Was ist denn das Team? Was macht das Team? Ja, Mate Dog, wenn es dir doch nicht gefällt, dann schleichen Sie sich doch einfach von dannen und weg sind Sie und müssen Sie sich das gar nicht angucken. So einfach ist das. Bei TikTok ist es noch einfach hochschieben und weg ist es. So. Dankeschön, Markus Köln. Ja, das dann wenn, ist doch schön. Wenn es lustig ist, dann ist doch alles bestens. Jetzt wird es dunkler und ich werde verschwommener, oder? Oder ist das meine Kamera schon mal schmutzig? Das kann natürlich auch sein, aber ich komme gleich wieder, keine Frage. Das jetzt besser? Ja, jetzt passt das wieder ein bisschen besser. Hat eine Schatztruhe mit 20 Goldmünzen gesendet. Dankeschön, Königsberg. Sehr lieb von dir. Ein Herz, das meinen Namen trägt. So, jetzt haben wir mal eine Fragerunde. Wie sieht es denn mit euch aus? Wie seht ihr das mit erneuerbaren Energien? Ist es die Lösung oder gibt es eine andere Lösung? Und was wäre die bessere Lösung für unser Stromproblem von Habeck? Nummer 8, Servus. Nummer 8. Die Energiespeicher gibt es seit 150 Jahren, sind besser als die aktuellen, okay? Sie vertreiben auf alle Fälle die Wolken und in einigen Kilometer Entfernung wird sich der Regen, das ist ja nur ein halber Satz. Windräder stoßen mehr CO2 aus wie alles andere, sagt Lucifer 666. Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Es gibt ja verschiedene. Einer muss sich bei Putin entschuldigen, schreibt Ertan. Wer macht das? Du, Ertan? Gehst du zu Putin und entschuldigst dich? Glaubst du, dass Putin die Lösung ist? Glaubst du, dass es alles so ist, wie sie es uns erzählen? Oder ob sie alle vielleicht, wenn die Kameras aus sind, am Tisch sitzen mit einer Flasche Bier und sich über die Menschheit kaputt lachen, wie dumm sie sind, wie einfach sich die Menschen, egal wo auf diesem Planeten, ihre Freiheit und ihre Rechte nehmen lassen, das Bargeld nehmen lassen, wobei das Bargeld im Endeffekt auch nur bedrucktes Papier ist, weil das ja gar nicht mehr an das Gold gekoppelt ist, also es ist nicht mehr gedeckt. Die können das einfach drucken wie die Blöden, deswegen haben wir das Problem. Und seit 2008 haben wir eine Finanzkrise, die nur noch heftiger und heftiger wird. Natürlich wird so getan, als sei nichts, aber die Blase platzt. Sie lachen sich über euch kaputt, das heißt wir. Die Ampelregierung ist eine Schande, definitiv. Was wäre die bessere Regierung? Was für Optionen gibt es denn? Servus, Sascha Eisenherz. Prinzessin Eisenherz und Sascha Eisenherz, sei gegrüßt. Vielleicht heiraten wir ja eines Tages. Co-Name, meinst du? Prinz Eisenherz oder Prinzessin Eisenherz wegen meinem Pony? AfD natürlich, was sonst? Okay. Ich gehe eh davon aus, dass die AfD sowieso demnächst an die Macht kommt. Das ist nicht aufzuhalten und alle Zeitungen, also was die Faeser heute auch vom Stapel gelassen hat, wenn die AfD hier an die Macht kommt, dann werden die Fachkräfte aus dem Ausland nicht mehr hierher kommen.
würde ich sagen, das ist eigentlich eine indirekte Wahlwerbung, weil was alles hier Fachkräfte tituliert wird und im Endeffekt von Fach überhaupt keine Ahnung haben, außer Kraft haben, wenn sie zum Teil Scheiße bauen wollen, nicht alle. Übrigens wollte ich noch sagen, es zerbrechen ja auch manche Ehen und sonstiges, weil der eine Partner sagt, ich will jetzt die AfD und der andere sagt, nee, geht gar nicht klar. Und dann heißt es immer, ja, und die armen Ausländer, die werden ja dann alle in Flieger quasi gesetzt und nach Hause geschickt, wenn die AfD an der Macht ist. Ich sag euch mal eins. Ich persönlich bin überzeugt der Nichtwähler, ich gehe nicht wählen. Aber ich kenne so viele Ausländer, die die AfD wählen, sei es Türken, sei es Russen, sei es sonst wer. Die meisten Ausländer, die hier in Deutschland arbeiten und schon länger hier sind, die wählen die AfD. Und jetzt könnt ihr mir noch nicht erzählen, dass sie rechtsradikal sind und dass sie alle in Flieger sitzen. Habt ihr eigentlich der AfD auch schon mal zugehört? Die sagen nicht, dass pauschal alle Ausländer scheiße sind. Aber das Problem ist, man hat sich ja zu eigen gemacht, dass man mit der AfD gar nicht redet, weil das sind ja Nazis und mit Nazis spricht man nicht. Wenn man mit jemandem nicht redet, dann hört man ihm auch nicht zu. Dann weiß man ja gar nicht, was er überhaupt vorhat. Ergo benehmen sich die, die sagen, ihr seid alle Nazis, wohl eher wie Nazis. Vor allem heutzutage geht ja so ganz leicht, gerade den Wokies und den Linkies, den Lefties und den Wokies, geht ja so ganz schnell über die Lippen, du Faschist. Wissen die überhaupt, was ein Faschist war? Und ist nicht das die schlimmste Verharmlosung von all dem? Wenn sie Hinz und Kunz Faschisten nennen, weil die die AfD wählen oder weil sie sich nicht impfen lassen wollen, sind das Faschisten? Der Kampf gegen rechts, die große Farce in Deutschland, der Verfassungsschmutz, der im wahrsten Sinne nur eine Schmutzorganisation für diese totalitäre Regierung ist, die bei jedem einreitet, der regierungskritisch ist. Und wenn sie bei den Falschen einreiten, die Cops, dann kommt der Hiha Habeck und erzählt was vom Rollkommando. Und der Höcke wird dafür verurteilt, wenn er Nazisprech benutzt, weil er irgendeinen Satz gesagt hat. Aber wenn die Bosetti vom Blinddarm der Gesellschaft redet, wo doch der Arzt damals im KZ genau das Gleiche gesagt hat, das ist dann kein Nazisprech. Eins zu eins. Hat sie ihn quasi zitiert? Diese Welt ist so, beziehungsweise Deutschland ist so schwerst gestört, das ist nicht normal. Auch diese C-Geschichte, bis heute wird sie nicht aufgearbeitet. Warum nicht? Die werden nie im Knast landen, weil unser oberster Richter in Deutschland Stefan Habart ist. Stefan Habart, da habe ich vor einigen Jahren mal ein Video zu gemacht, hängt im Cum-Ex-Fall mit drinne. Der ist der oberste Richter in Deutschland und ist Cum-Ex jemals aufgeklärt worden? Nein. Und wer ist unser Präsident, wollte ich schon sagen, unser Kanzler, der Scholzi. Und der Scholzi, womit hat er auch zu tun? Richtig, mit Milliardenbetrug der Steuerzahler. Cum-Ex. Ich kann davon ein Lied singen, ich habe lange in Hamburg gewohnt. Es ist schwerst gestört, was hier in diesem Land los ist. Und es bockt überhaupt gar nicht mehr. Und der Hauptgrund, warum es nicht mehr bockt, sind die Wokies, die Lefties und diese dummen Massen, die alles mit sich machen lassen. Ich sag immer, die ziehen freiwillig die Hosen runter, stellen sich an die Wand und lassen sich von dieser Regierung, den NGOs und diesen ganzen Kackindustrien, sei es die Pharma- oder die Waffenindustrie, 24/7 in den Hintern penetrieren. Und sagen dann noch am Ende, oh, mein Po blutet, aber Dankeschön. Das ist die Masse in Deutschland. Die raffen nichts. Und die Leute, die sie dann drauf ansprechen und sagen, hallo, dein Po blutet, tut dir das nicht weh? Die beschimpfen sie dann. Das ist doch meine Sache, ob ich. Egal. Ich bin echt gestört. Nein, Luan, ich bin nicht links. Ich bin normal, ich bin ein freier Mensch, eine freie Seele. Ich passe in keine Kiste rein. Die systemische Linkskiste, da passe ich nicht rein. In die systemische Rechtskiste passe ich auch nicht rein.
Ich muss aber sagen, dass mir die Rechten sympathischer sind als die Linken, weil die Linken meine Meinung nicht zulassen und die Rechten sagen nur, du bist für Anarchie, bist du eine Linke oder was, aber reden trotzdem mit mir. Die Linken haben meine Adresse in Hamburg veröffentlicht. Die Linken haben meine Telefonnummer veröffentlicht. Die Linken haben mich terrorisiert. Die Linken haben mich verfolgt und wollten mich verprügeln auf der Straße. Ich bin noch schnell weggerannt. Mein Kumpel haben sie erwischt. Nur, weil ich nicht die gleiche Meinung wie diese Kackvögel teile. Klar, sagt man jetzt, die Linken, das sind nicht die Linken, das sind alerter Schreikinder. Das sind dümmliche Gestalten, armselige Seelen, verkümmerte Seelen und deren Eltern gehören eigentlich verprügelt. Weil wie kommt so jemand zustande? Wie kommen denn diese ganzen alerter Schreikinder und diese ganzen FFF, Fridays for Future, letzte Generation zustande? Ich habe eine 22-jährige Tochter, ich weiß es. Ich habe gesehen, wie die Schule agiert. Wie sie in Gesellschaft 3 Jahre durchgehend das Dritte Reich hoch und runter gekaut haben. Damit auch die 4 deutschen Schüler in der Klasse von 24 Schülern, dass die 4 Deutschen auch wissen, du hast nichts zu melden, du bist ein Nachkomme von den scheiß Bastarden-Nazis. Halt deinen Mund und wenn du einmal was gegen Ali sagst, der dir ins Gesicht spuckt, dann bist du ein Nazi. Und dann sollten wir dein Elternhaus mal auf Völkischheit kontrollieren. Das ist Deutschland. Das ist die Schande in diesem Lande. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wie kommen denn diese letzte Generation und Fridays for Future zustande? Durch die Indoktrinationsanstalt Schule ebenfalls. In den deutschen Schulen ist der Film von Al Gore, eine unbequeme Wahrheit oder was auch immer, größte Lüge ever, der wurde offiziell auch gerichtlich widerlegt. In Deutschland ist dieser Film immer noch Pflicht in der Schule. Obwohl dieser Film widerlegt wurde. Diese Kinder müssen sich das reinziehen, denen wird erzählt, das ist die Wahrheit. Und wenn du das abstreitest, bist du ein gottverdammter Klimaleugner und wir werden alle sterben, weil die Spree uns bald bis zum Hals steht. Das ist das deutsche Schulsystem. Sie belügen offiziell die Kinder, damit sie Gaga im Kopf gemacht werden. Dann gehen diese Kinder nach Hause und wenn die Mutter oder der Vater dann sagt, ey, was ist denn das für ein Schwachsinn, der Film ist doch widerlegt, dann gibt's aber Zunder. Dann rasten die Kinder aus. Alt gegen Jung steht auf dem Programm. So, ich bin gleich wieder da, Freunde. Ich muss einfach mal aufschützen. Alt gegen Jung, Jung gegen Alt, jeder gegen jeden. Oh, Amanda, du dummer Vogel. Was rennst du mir mitten in die Beine? So raus, einen Moment. So, jetzt ist er draußen. Sie sind nicht die lustige Frau aus Spiegel-TV-Reportage. Ja, die bin ich, die lustige Frau. Von welcher? Zweimal war ich da. Einmal, wo die eine Spiegel-Reporterin, wie hieß sie nochmal? Ich weiß gar nicht ihren Namen. In Leipzig. Wo sie sagt, und von wem sind Sie denn? Und ich habe aus Spaß NTV gesagt, Leute, ich hatte einen Gimbal in der Hand mit dem Handy. Was ist das für eine dumme Frage? Und dann hat Spiegel TV das ja so hingestellt, als würde ich mir ein falsches Etikett überziehen. Ich habe das nicht ernst gemeint. So, der zweite Punkt ist ja, im Endeffekt schneiden sie sowieso zusammen, wie es ihnen passt. Dieses Mädchen gibt's, glaube ich, bei Spiegel TV gar nicht mehr. Ihre letzte Reportage, da war sie in Schweden und hat richtig Panik gehabt, weil in Schweden damals gab es hier noch die Maskenpflicht. Kipfelsberger, Laura Kipfelsberger heißt sie, glaube ich. Und dann war sie in Schweden und hat dann eine Reportage gemacht. Und ich habe richtig Angst im Club. Die tragen alle keine Masken. Aber sie selbst hat auch keine getragen. Da habe ich mir gedacht, hat sie jetzt wirklich Angst? Wenn sie wirklich Angst hätte, hätte sie doch selber eine getragen. Schauspielerin vorm Herrn. Diese ganzen Giftgrätschen von Stern und Spiegel TV mit Vorsicht zu genießen. Aber meine beste Freundin ist die Tatjana Kurdimov oder so. So eine Blonde. Eigentlich ein süßes Mädchen, aber
Die hellste Kerze auf dem Baum ist sie nicht. So, das ist immer blöd, wenn man ein Ding liest. Du bist doch Juni von Lovu, die ich einen Icebreaker geschickt habe. Das kann sein. Vielleicht habe ich ihn aber nicht beantwortet. Hoppala. Vielleicht warst du nicht mein Typ. Oder ich habe ihn noch nicht gesehen. So. Also wollen Sie sagen, dass Ihre Aussagen dort falsch dargestellt wurden? In der Geschichte nicht. Da war das nicht zusammengeschnitten. Ich rede auch nicht lange mit James Dream TV. Du bist zu schön, um wahr zu sein. Ich mag dich. Dankeschön, Sascha Eisenherz. Dann, wie gesagt, mein Angebot steht. Selber schuld, SRA. Sral. Oder er war geimpft. Genau, also Geimpfte kommen sowieso hier gar nicht in die Tüte bei mir. Jetzt ist das zu dunkel, das Licht. Jetzt sitzt der Hund draußen und guckt traurig. Warte, ich muss ihn wieder reinholen. Jetzt wieder rein, dann komm. Na komm, Ananda. Nein, will er nicht. Ja, dann los. Junge, komm jetzt. Ein Moment, sonst sehen die Nachbarn mich. Ich muss den Rollo noch hier vorne runter machen. Sonst sehen ja die Nachbarn mich und das wollen wir ja nicht, dass sie hier den Spotlight sehen. Hier muss ich auch noch zu machen. 2 Stunden muss ich durchziehen. Wo sehe ich denn überhaupt die Zeit, wie lange ich schon live bin? Könnt ihr das irgendwo sehen? Ich kann das nicht sehen, Freunde. Mogu, danke schön. Danke, Mogu. Danke, Lucifer 666. Ich finde deinen Namen nicht so schön. Lucifer ist der Teufel und 666. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich eine schlechte Zahl ist oder nicht. Du bist TikTok-Anfänger, Rix. Das ist doch schön. Ich auch. Ich bin hier erst das zweite Mal live. Machen Sie das hier eigentlich hauptberuflich? Felix, was willst du eigentlich von mir? Du kannst mich auch duzen. Ich bin die Juni. Das ist kein Beruf, das ist eine Berufung, Diggilein. I do it unentgeltlich. Der Teufel ist nicht immer böse. Kommt drauf an. Manche würden auch sagen, es braucht ja immer Polarität, das Gute und das Schlechte braucht es ja immer, sonst kommt alles aus dem Gleichgewicht, das wissen wir nicht. Manch einer sagt das, manch einer nicht. Oha, 123 Leute. 18, 17. So. Neues Thema. Was, schlagt mal was vor. Was brennt euch noch auf dem Herzen? Was wollt ihr wissen von der bösen Juni auf der ganzen Erde? Weiter so. Dankeschön, Robert Klaasen. Ein Live-Ziel. Ich dachte immer, du arbeitest für die AfD. Felix, du bist langweilig. Ich arbeite nicht für die AfD. Ich wähle nicht mal die AfD. Ich kenne viele Leute, die die AfD wählen, aber ich lehne das Parteiensystem ganzheitlich ab, weil Partei kommt von Part, teilen, teile und herrsche, römisches Statut. Aber es ist ja nur eine böse Verschwörungstheorie. Ich persönlich vermute, dass sie alle im Game sind und einfach nur ein Ablenkungsmanöver machen. Solange niemand, ganz ehrlich, solange keine Partei das Geldsystem offiziell ankreide, das Zentralbankensystem, so lang ist es keine Partei, die irgendwie euer Bestes im Sinn hat. Das könnt ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Oder es mir einfach nicht glauben und mich als dummen Verschwörungstheoretiker hinstellen und weiter schön Zins und Zinseszins und eure Kindeskinder schon verschulden lassen. Am besten für den Krieg in der Ukraine, wo dann Massen an Menschen getötet werden. Dafür werden dann eure Kinder verschuldet. Es gibt ja Krypto. Krypto ist auch nicht meine Welt, ganz liebe Freunde. Ihr heult immer alle rum, ja, Bargeldverbot und dann erzählt ihr, dass Kryptowährung die Freiheit ist. Kryptowährung ist eine digitale Währung ist digitales Geld. Was wollen die einführen? Den digitalen Euro, da heult ihr rum, aber bei den digitalen Kryptos seid ihr voll im Game dabei. Da frage ich mich auch manchmal, irgendwie passt es nicht zusammen. Aber bei vielen Leuten frage ich mich sowieso, was passt da überhaupt noch? Ich bin beim Finanzamt und Zoll, herrlich, ist doch schön. Moin, ich bin Thomas und du bist beim Finanzamt, ist doch toll, wenn du beim Finanzamt bist.
Ich kriege keine Spenden, ich kriege hier kein Geld, ich kriege hier eine Rose und eine Rose sind 0,00000003 Cent oder so, glaube ich. Ich habe letztens ein paar Diamanten bekommen, anstatt nach dem Live, da du hast 0,22 Euro bekommen. Deswegen viel Spaß beim Finanzamt. Wer beim Finanzamt arbeitet, sollte sich überlegen, ob er nicht die linke Hand des Teufels ist. Ja, weil Krypto dezentral ist und der Euro, da hast du recht, ist zentral. Krypto ist dezentralisiert, da liegt der Unterschied. Gut, ist ja in Ordnung. Ich bin mit diesem digitalen Geld gar nicht im Game, habe ich gar keinen Bock. Wenn ich mich auf irgendeine Währung verlassen will, dann hole ich mir Gold oder Silber. So ist es einfach. Weil Geld ist ganz schnell entwertet. Guten Abend, lieber Svenno, Sven S. Digital ist für mich die komplette Überwachung. Dankeschön, Lebensfroh. Das sehe ich nämlich ähnlich. Dieses ganze Digital ist die komplette Überwachung. Wenn ich mein Grundstück habe, werde ich auch mit meinem Handy ein bisschen weniger zugange gehen und so weiter und so fort. Wenn die Herrschaft im Mittelalter die heutigen Tools gehabt hätte, hätte es keine Aufstände gegeben. Es gibt ja sogar heute Aufstände, kleine. Aber das stimmt schon, diese Manipulation durch die Medien, das ist ja der wahre Faschismus. Was ist denn Faschismus? Wenn wir das googeln, heutzutage findet man es nicht mehr, aber Faschismus kommt von Faschisti oder Fakist, vom Lateinischen und heißt Bündelung von Macht. Genau das ist Faschismus, wenn die Macht gebündelt wird. Beispiel in Deutschland. In Deutschland wurde ja nach dem Zweiten Weltkrieg eine, oder ich weiß nicht, ob es davor, nein, danach war es, eine Gewaltenteilung geschaffen, dass sowas wie der Zweite Weltkrieg oder das Dritte Reich nie wieder zustande kommen kann. Haben wir eine Gewaltenteilung, die Judikative, die Exekutive und die andere Kutive. Judikative, Exekutive und Legislative. So, ja, die sollen sich eigentlich gegenseitig überwachen. Was haben wir aber aktuell, dass die Judikative, die Exekutive und die Legislative verschmolzen sind? Hashtag, sie bündeln wieder diese Macht. Und dadurch ist Faschismus wieder möglich. Wenn die Richterlein und die Politikerlein und die Polizistlein und alle zusammenhalten und nicht der Richter sagt, hey du Politiker, was hast du da für Maßnahmen gemacht? Die sind rechtswidrig gewesen. Nein, die Gerichte haben gesagt, alles gut gemacht, Politiker, scheiß aufs Grundgesetz. Ist doch nur, ist nicht mal das wert, sich den Arsch mit abzuputzen. So behandeln die obersten Gerichte in Deutschland das Gesetz oder in den letzten 3 Jahren. So. Und wo gab es da bitte eine Gewaltenteilung? Ich verstehe die Hunde nicht. Hier steht in der Küche ein Trog mit Wasser, mit Umkehrosmose gefiltertem Wasser. Hier steht eine Gießkanne seit 3 Tagen. Die steht immer da, damit das Wasser aus der Leitung sich ein bisschen absetzt, dann ist es nicht mehr so eklig für die Pflanzen. Und da trinkt der Junge und dort trinkt er nicht. So, mal ein bisschen abgelenkt. Wieso müsst ihr Verschwörungstheater immer so Mist klappen? Lern erst mal Deutsch, Junge, Mystery 511. Was sagst du zu Kindesmissbrauch? Es muss doch was passieren. Lieber André, Kindesmissbrauch ist ein Thema. Deutschland ist ja auf einem der höchsten Ränge weltweit, was Pädophilie angeht. Auch eines der höchsten Ränge, wo es am meisten verschwiegen wird und eines der krassesten Länder, wo es am wenigsten bestraft wird. Das war ja bis vor kurzem noch eine Ordnungswidrigkeit. Dann hat die, wie hieß die, Hildegard? Die Verteidigungsnichtministerin, die Miss Doubtfire, hat dann ja das zu Straftat gemacht, aber ich glaube, es ist wieder zurückgestuft worden. Kinder und alte Leute sind in diesem Land nichts wert. Was Pädophilie angeht, ist es ganz schlimm. Ich bin Erzieherin, beziehungsweise nicht amtierende mehr, sondern ich war bis Anfang 2020 Erzieherin, hatte da auch eine Fortbildung in Hamburg. Mit einem Verein, der sich um missbrauchte Kinder kümmert. Wir haben in dieser 3-tägigen Fortbildung gelernt, wie man eben damit umgeht, wenn sich ein Kind in der Kita uns gegenüber öffnet, dass halt sowas zu Hause passiert oder so. Und was ich dort mitbekommen habe, die Jugendämter, jetzt in Hamburg einfach nur mal, ja. In Hamburg ist es so, wenn der Vater sein Kind missbraucht
Und das Kind erzählt mir das in der Kita, er holt es ab und ich spreche den Vater an. Kann er sein Kind nehmen und einfach in einen anderen Stadtteil ziehen? Die Jugendämter agieren nicht miteinander und dort hat er wieder eine reine Weste. Wie kann sowas sein? Das darf gar nicht sein. Aber warum? Pädophilie. Und diese Dame hat mir auch oder uns etwas erzählt. Ich war ja, bin ja schon seit 20 Jahren, befasse ich mich mit den Dingen hinterm Tellerrand. Und diese Dame hat von sich aus erzählt von einem Fall, wo ein Vater, ein sehr reicher, ein Professor am UKE war das, Namen hat sie nicht genannt, sein Kind nachts auf Partys mitgenommen hat. Auf rituelle Partys. Und das hat die Mutter irgendwann rausgefunden und hat gesagt, so, was mache ich jetzt? Und dann hat die Dame von dem Verein für missbrauchte Kinder zu der Mutter gesagt, sie haben nur eine Möglichkeit. Plündern Sie ein Konto Ihres Mannes, schnappen Ihre zwei Kinder, gehen ans andere Ende der Welt und sagen niemanden, wo Sie sind. Denn wenn Sie jetzt vor Gericht ziehen, in diesen rituellen Pädokreisen, hat es gesagt, da hängen die obersten Richterlein, Staatsanwälte, von der Polizei die obersten und von der Politik und von UKE und Co. die Professorin mit drinne. Das hat sie von sich erzählt. Sie ist keine Verschwörungstheoretikerin. Sie ist einfach nur vom Fach. Und ich erzähle euch auch keine Scheiße, wenn ihr denkt, es ist Scheiße, bitte. Ich war schockiert, beziehungsweise war wieder eine Verschwörungstheorie bestätigt. Die Frau hat noch gesagt, warum sie das alles so machen muss. Und von diesem Verein, der sich um missbrauchte Kinder kümmert, die hat eben zur Mutter gesagt, sie können ja auch versuchen zu klagen. Aber solche Geschichten gehen dann meist aus, dass die Mutter irgendwann gefunden wird mit dem Auto und den Kindern gegen Baum gefahren. Aber sie ist nicht selber gegen den Baum gefahren. Ich sag nur, die Trufall in Belgien müsste allen noch etwas sagen, die Ü30 sind. Oder Ü40 vielleicht schon. Doch, Ü30 müssen alle das auch wissen. Der Detroit-Fall in Belgien. Nie aufgeklärt worden. Sämtliche Richter, Polizisten und Zeugen, alle haben sich umgebracht. Dieses Thema darf man nicht ansprechen, da wirst du ganz schnell aus dem Weg geräumt. Warum? Weil die Obersten der Obersten da mit drin hängen, nicht die Allerobersten. Eine Vermutung, das ist jetzt lediglich eine Vermutung von mir. Das hochrangige Leute damit erpressbar gemacht werden. Die Sexualität ist ja eh so eine Geschichte, die Menschen stumpfen immer mehr ab. Und wenn du einmal so eine Geschichte gemacht hast, ich weiß nicht, ob sie unter Drogeneinfluss sind, sind sie erpressbar. Oder sie, wie nennt man das, rekrutieren für Politik, Medien und sonstiges eh schon Menschen, die solche Neigungen haben. Die sind dann eben erpressbar. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Juni, in die Politik kommst du nur, wenn du erpressbar bist. Denn im Endeffekt sind Politiker wahrlich nur Marionetten, die irgendwas verkünden, was die Industrien in ihrem Rücken oder besser gesagt in ihrem Hintern ihnen sagen. Und wenn die Politiker das nicht mitmachen, dann wird etwas veröffentlicht. Ich sag auch das, nicht Sarrazin, wie hieß der andere? Edati. Fall Edati müsste uns ja auch noch oder euch allen noch was sagen. Der Edati-Fall war ja genau dieselbe Geschichte. Der Edati-Fall, auf einmal ist es hochgeploppt, oh, Kinderpornos, da hat er geschwiegen, wurde, er wurde von der SPD niemals, er wurde nur stillgelegt, aber er wurde nicht aus der SPD rausgeworfen. Was man beim Edati, was viele nicht wissen, ist, dass Edati der Hauptabwickler des NSU-Falls damals war. Der NSU-Fall ist ja geschlossen worden mit sehr zweifelhaften Geschichten. Das sollte eigentlich, dieser NSU-Fall sollte von vorne bis hinten aufgearbeitet werden. Aber in Deutschland gibt es ja aktuell keine Justiz, die funktioniert. Alle halten zusammen. Das ist. Sorry Leute, aber das ist Faschismus. Sie bündeln ihre Macht und halten zusammen gegen jeden, der die Wahrheit sprechen will oder Kritik an ihnen äußert. Und das ist der wahre Faschismus. Uwe war doch Schauspieler. Ich habe gar nicht gehört von euch, jetzt hier gelesen. Vorsitzender genau, des NSU-Skandal. Ja. Einfach mal damit befassen, es ist offiziell nachzulesen im Internet, es sind halt alte Berichte, ist ja schon eine Zeit her, aber Edati war einer der Hauptabwickler bzw. Abarbeiter des NSU-Falls. Vielleicht, rein theoretisch, könnte es ja sein, dass er bei irgendwas gesagt hat, so, nee, die Lüge trage ich jetzt nicht mit,
Und dann haben sie gesagt, du trägst sie nicht mit, dann veröffentlichen wir das jetzt. Zack. Du spürst ganz viel Hass. Nee, das ist nur ganz viel Kritik, Junge. Internet ist auch so eine seriöse Quelle, nehme ich an. Ach, Jojimbo. Du bist auch so ein seriöser Troll bestimmt, oder? Ein voll seriöser Troll. Du wählst bestimmt auch die Grünen und bist stolz auf dich, dass du einer der klügsten Menschen der Erde bist. MK Ultra, genau. Wer kennt denn die Wahrheit und was ist die Wahrheit? Das stimmt auch. Danke, Felix Blume. Felix Blume, willst mich verarschen? Kollege. Der Boss, der Nicht-Boss ist Kollege. Kollege ist auch nur so ein Fähnchen im Wind übrigens. Das, ihr seid alles die Haters. Ihr findet meinen Pony mega, ich weiß nicht. Seit wann beschäftigst du mich? Seit ich Anfang 20, also seit 20 Jahren knapp, befasse ich mich mit den Dingen hinterm Tellerrand. Felix Blume, Shindy hat doch Hops genommen. Felix, kannst du nicht Deutsch sprechen? Felix Blume hat Shindy Hops genommen? Oder hat Shindy Felix Blume Hops genommen? Ich habe sehr viel NSU-Akten damals von einem russischen Server runtergeladen. Und? Was kam raus? Hast du es öffentlich gemacht? Nein. Seit wann hast du ein Pferd? Geht ein Cowboy zum Friseur, kommt er wieder raus, ist sein Pony weg. Okay, Felix, ihr langweilt mich. Du bist du Ü44? Nee, ich bin Ü77. Niemand nimmt mich hops. Na gut, die NSU-Akten sind eine andere Geschichte. Wenn ich nerv, geh doch einfach weg, du dumme Kuh. Ja, wenn du dich so nennst, dumme Kuh, kann man nichts machen. Wenigstens hast du den richtigen Namen dir ausgesucht. Hast du komplett kurze Haare? Ich habe ein Schwänzchen. Ich habe so längere Haare. Längere? Also schon kurze, aber nicht so lang. Ja, was hast du studiert? Ich habe Rechtswissenschaften studiert. Die Wissenschaften des Rechtsseins. Antisemitismuswissenschaften habe ich auch studiert. Politikwissenschaften habe ich auch studiert. Ich habe auch die Polizeipflichten studiert, was Polizeipflichten sind. Was die Rechte und die Pflichten eines Journalisten sind, habe ich studiert. Menschen habe ich studiert. Tiere habe ich studiert. Die Natur habe ich studiert. Was ist denn Studieren? Studieren ist doch alles, womit du dich intensiv befasst, oder? Wenn du dir was aneignest. Dich lang damit befasst, Sachen ausprobierst und dir was aneignest. Grünenverachter. Ich bin ein Grünenverachter, ja. Dankeschön. Felix Blume. Dankeschön, Markus Köln. Du nervst immer noch. Weißt du was, Schatzilein? Dumme Kuh. Du hast keine Hobbys. Sonst wärst du ja nicht hier und würdest Leute angucken, die dich nerven. Oder was ist los mit dir? Irgendwas passt doch dann nicht, oder? Also ich kann es nicht verstehen. Basi 70, danke, Bersi. Du bist live auf TikTok, glaube, du hast keine Hobbys. Ach, ihr armen, kleinen, süßen, hobbylosen Gestalten. Ich bin live auf TikTok, weil ich hier was sage. Und ihr habt nichts zu sagen. Dankeschön! Aber es ist ja immer so, dass es halt Haters gibt. Thilo Blümke, dankeschön. Mon amour, in welcher Stadt lebst du? Ich kann mir auch meine Straße, Adresse und Hausnummer geben, Felix Blume. Ich wohne in Glatzen-Anhalt. So, also, die dumme Kuh möchte gerne gehen. Konto sperren, bestätigen. Tschüss, dumme Kuh. Nein. Oh, das ging noch nicht. Jetzt müsste es aber klappen. Es geht nicht. Dumme Kuh, du kannst anscheinend weiterschreiben. Man kann dich nicht sperren. Stummschalten vielleicht? Ja, stummschalten hat geklappt. Tschüss, dumme Kuh. Gute Reise!
Blub, dann lieber Nazis wählen. Wer ist denn ein Nazi? Ist die AfD, also Blub. Blub, Blub steht wahrscheinlich für das Gehirn wie Fische. Blub, Blub, nicht viel. So, Nazis wählen. Wer sind denn Nazis? Ist die AfD, sind das Nazis? Ist es nicht krass, dass du das so verharmlost, dass du die AfD-Mitglieder Nazis nennst und sie vergleichst mit den Nazis aus dem Nationalsozialismus? Ist es nicht irgendwie geistig minder bemittelt, sowas zu sagen? Und sind das nicht hochgradig bedenkliche Leute, die einfach nur noch eine einzige Gehirnzelle haben und in dieser Gehirnzelle steht 20 mal Nazi? Anders kann ich es mir nicht erklären. Warum schreibt ihr immer, du bist hübsch oder voll schöne? Das ist hier nicht das Thema. So sieht's aus, ehrlich. Hast du keine Angst, dass die Elite dich holen kommt? Nee, er holt sie dich, glaub mir. Da bin ich mir ganz sicher, die holen dich und du merkst es gar nicht. Kriegst es gar nicht mit. Glaubst du an eine Elite? Er ist definitiv. Was ist denn eine Elite? Elite ist eine Gruppe von Menschen, die viel Geld haben, beziehungsweise das meiste Geld. Wie ist das Geld auf der Erde aufgeteilt? Das ist ja auch keine Verschwörungstheorie. 1% hat 99% des Geldes und das restliche 1% teilen sich die 99% der Erde. Einfach mal drüber nachdenken. Und wenn du so viel Geld hast, ja, da bin ich auch massiv gegen diesen massiven Extremismus-Kapitalismus. Denn in diesem Kapitalismus ist ja das Problem, dass einer sich so viel Geld anhäufen kann. Und wenn er ganz viel Geld hat, wie zum Beispiel die Gates Foundation, und es ist keine Verschwörungstheorie, nur für extrem dumme Menschen ist das eine Verschwörungstheorie, dann kaufen die sich überall Anteile ein. Genauso ist es mit Black to the Rock. Die Firma BlackRock hat sich in diverse Firmen eingekauft und all diese Firmen schwingen jetzt die Regenbogenfahne. Warum? Weil BlackRock so viele Anteile hat, dass sie so viel melden können, dass diese Firmen mitmachen müssen. Punkt. Und genauso ist es mit der Gates Foundation. Wie viele Anteile von Medien haben die? Und das ist keine Verschwörungstheorie. Da müsst ihr euch einfach mal hinsetzen, euren scheiß verkackten Computer aufmachen und gucken. Auf jeder Seite, zum Beispiel von Focus, Spiegel und Co., werdet ihr finden, wer die Großspenden an diese Leute gibt. Aber das ist euch zu viel Arbeit und weil es euch zu viel Arbeit ist, sagt man lieber zu den Leuten, die sich die Arbeit machen, ihr seid ja dumm, das ist eine Verschwörungstheorie, die Dunja Hayali und die Tagesschau und die Merkel und der Spahn und der Habeck sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, also ist das so. Da muss ich sagen, Leute, herzlichen Glückwunsch vor No Brain. Aber genau vor diesen Zuständen haben uns ja die ganzen klugen Köpfe in den vergangenen Hunderten von Jahren immer zugewarnt. Vor solchen Zuständen, dass die Menschen so blöd sind und sich nicht mehr mit den Thematiken befassen, sich die Zeit dazu auch nicht nehmen, nur noch vorgekaute Meinungen nehmen und sie dann zu ihrer eigenen machen und sagen, das ist mein Standpunkt. In meinen Augen sind das Bioroboter, fremdgesteuerte Bioroboter. Keine Connection mehr zu ihrer Seele, keine Connection zu ihrem Verstand, nur noch Connection zu ihrem Trieb und Connection zu dem, was sie euch im Fernsehen erzählen. Und dann sagt ihr, im Internet sind ja seriöse Quellen. Was hatten die Tagesschau für seriöse Quellen? Was hatten der Rotzeimer von der Bildzeitung für seriöse Quellen? Alle glauben sie ihm, was die Ukraine-Geschichte angeht. Alle. Was hat denn der Zelensky für einen seriösen Hintergrund? Was hat denn der Biden für einen seriösen Hintergrund? Was ist eigentlich mit Bidens Sohn passiert? Vor ein paar Tagen war die Gerichtsverhandlung. Habt ihr das mitgekriegt über Hunter Biden? Aber nee, haben die meisten nicht mitgekriegt, weil da ist ja dieses kleine U-Boot, was zur Titanic tauchen wollte, kaputt gegangen. Oh, die armen Wissenschaftler, die da drin saßen. Und im Hintergrund wurde Creepy Joe Bidens Sohn mit all dem Material, was auf dem Laptop gesichtet wurde, zu einer Bewährungsstrafe lediglich verurteilt. 50 Mal Todesstrafe hätte er eigentlich dafür kriegen sollen. Ich habe nicht viel davon gesehen, aber was ich gesehen habe, war ekelerregend. Und wenn wieder irgendwelche Dullis jetzt hier schreiben, oh, das ist ja eine Verschwörungstheorie. Ich kann mir auch die Ohren und die Augen zuhalten, durch die Welt rennen und sagen, nee, alles, was ihr sagt, ist eine Verschwörungstheorie. Ich kann es nicht sehen und ich kann es nicht hören.
Das ist das Problem an der Masse da draußen. Sie wollen nichts sehen, sie wollen nichts hören. Kennt ihr die Affen? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Entschuldigung, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Guckt euch das deutsche Volk an. Das ist die Definition von diesen drei Affen. Dankeschön, I California. Du willst doch genauso nichts hören. Was will ich denn nicht hören, Finn-Ole? Mit deinem Kindergarten-Kontra geben? Dann bring doch mal Argumente und nicht nur so ein Dulli-Scheiß, so typisch wie alerter Schreikinder, wie letzte Generationskinder und wie FFF-Kinder. Weißt du, immer dagegen, wie so Dreijährige. Ganz ehrlich, ihr benehmt euch wie Dreijährige, immer dagegen, aber ohne Argumente. Und wenn du dann Argumente lieferst und sagst, hey, wo hast du denn das von welcher Quelle hier? Armselige Gestalten, Alter. Bei der nächsten Pandemie kommen sie in allen Wohnungen rein und überall auf den Straßen Checkpoint. Ja, die Gesetze dazu haben sie ja. Es wird aber keine nächste Pandemie geben. Die nächste Geschichte sind die Hitzetoten. Wartet nur ab. Es wird ja schon gesagt, Hitzetote, also Menschen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, sind dann Hitzetote, wenn es über 30 Grad ist. Wird dann jeder gerechnet als Hitzetote. Was denkst du, wie viele Hitzetote es dann gibt? Und Atemwegsgeschichten. Also wenn Leute an Atemwegsgeschichten sterben oder an Herz-Kreislauf, übrigens ist Herz-Kreislauf die häufigste Todesursache weltweit. Ich vermute, es liegt auch ein bisschen daran an unserem tollen kranken Gesundheitssystem und der tollen Industrie dahinter. Es ist einfach nur crank. Gunnar hat mehr Plan als du. Ach, sie hat mehr Plan als du. Dankeschön, Michael. Oha, wie schnell das ist. Verschwörungstheorie ist nur ein Diffamierungsbegriff, der jede gesunde Diskussion zerstört. Genau so sieht's aus, Transzendenz. Die Diegel-Liste, die gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr. Genauso wie die Georgian Guidestones. Weil die Georgia Guidestones, da stand das ja alles drauf und auf einmal wurde das weggesprengt. Na, hoppala. Weil das große Sterben vielleicht anfängt. Läuft vielleicht ein Genozid? Warum haben wir so eine hohe Übersterblichkeit, vor allem in den Ländern, in denen so viel verimpft wurde, frage ich mich. Aber an der Impfung liegt es ganz sicher nicht, sagt die Regierung. So, Punkten bei dir. Mir sind Hitzetote lieber als Dummschwätzer, die von Neid fast platzen. Meinst du dich damit, Holger, oder wer? Was redest du? Dankeschön für die Rose. Genau, Kalergi-Plan, Morgentau-Plan gibt's auch, aber es sind nur böse Verschwörungstheorien von Rechtsradikalen. Also nicht lesen, Ralf Berthold. Hashtag Satire. Du verlangst, dass wir nicht den Quellen fragen, wenn du irgendwelche Thesen raushaust? Was redest du, Finn-Ole? Du sollst dich einfach hinsetzen und dich mal selber damit befassen, Junge. Nur weil du zu faul bist, dich mit solchen Thematiken zu befassen, weil das ein bisschen zeitintensiv ist, erzählst du mir hier so einen Scheiß? Shame on you, Finn-Ole. Bist du jetzt Arzt oder was? Ja, dein Arzt bin ich, dein Arzt, Junge. Was denkst du über die Explosion von Nord Stream 2? Es kam ja eigentlich schon indirekt raus. Aber es wird ja auch von den Medien so unter den Tisch gekehrt, dass es einfach nicht justiziert werden kann. Gerichtet werden kann. Im Endeffekt glaube ich einfach, dass die USA und Deutschland gemeinsam, nicht Deutschland, sondern die Regierung, das veranstaltet haben. Bin ich fest von überzeugt. Warum? Logisch, wenn man jetzt die Konsequenzen sieht, wir nehmen jetzt LNG-Gas von den Amis. Die Amis drehen uns das seit bestimmt schon 10 Jahren oder noch länger an. Und die Deutschen haben immer gesagt, nein, wir wollen dieses dreckliche, schändliche, ekelhafte Gift nicht haben. So, dann wird Nord Stream 2 gebombt und dann gibt's keine andere Option, sagt der Hiha Habeck. Und ist noch ganz stolz, die Grünen sind stolz auf LNG-Gas. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen, Leute. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und mich nennt ihr den Debbeles Verschwörungstheoretiker? Weil ihr nicht eins und eins mehr imstande seid, zusammenzuzählen? Das sagt einfach ganz viel über euch aus. Es ist einfach, die Masse in Deutschland hat einen traurigen und verkümmerten Geist. Und eine traurige und verkümmerte Seele. Die sind nicht mehr des Denkens und des Fühlens fähig. Deswegen müssen sie sich von anderen fremd bestimmen lassen. Und das Schlimmste ist, dass sie in ihrer ekelhaften Arroganz noch denken, dass sie damit
die klügsten sind. Für Menschen, die wahrlich Verstand haben, ist das eigentlich kaum auszuhalten und man möchte eigentlich jedem nur ein Headbutt geben. Aber das sind einfach zu viele. Und was kann man dann machen? Man kann sich von diesen Leuten abwenden. Diese Leute wollen nicht wissen, was los ist. Diese Leute seht ihr doch hier schon in den Kommentaren. Sie weigern sich förmlich, irgendwelches Wissen sich anzueignen. Stattdessen sagen die, wo ist die Quelle? Wo ist das? Wo ist das? Ich gebe ganz oft Quellen mit an. Aber ich muss mich jetzt hier nicht hinsetzen und mit der Quellenliste da sitzen, nur weil ihr strunzend faul seid, euch selbst damit zu befassen. Und gerade diese Lefty-Kids bzw. die Alerta-Schreikinder, größte Schande überhaupt, die ganzen echten Alerta-Menschen in den anderen Ländern verachten euch zutiefst hier in Deutschland, die Alerta-Schreikinder. Weil eigentlich war ja die Antifa mal gegen Faschismus. Was in Deutschland aktuell zustande kommt, ist eine Bündelung von Macht. Faschisti, übersetzt Bündelung von Macht. Und die Alerta-Schreikinder in Deutschland unterstützen das. Und sind so brainwashed, dass sie erzählen, dass die, die auf den Faschismus hinweisen, die Faschisten sind. Und beschützen die Waren. Die Zustände in Deutschland sind echt krass. Und Deutschland wird daran zerbrechen. Werdet ihr sehen, es wird daran zerbrechen. Es ist ja schon zerbrochen. Deutschland ist einfach in einer rasanten Talfahrt und ist diesmal nicht aufzuhalten. Es ist einfach so. Was sind denn Alerta-Schreikinder? Ach so, Alerta-Schreikinder sind die, sich Antifaschismus auf die Fahnen schreiben, aber eben, ach, Faschobraut. Alerta-Schreikinder auf die Fahnen schreiben, aber eben selber den Faschismus gutheißen, beziehungsweise faschistische Züge oder Verhaltensweisen an den Tag legen. So, der Faschobrautschreier ist weg. Kommst du aus dem Landkreis Wittenberg? Wer braucht schon Toleranz? Das sind Zecken, ja, man kann sie auch Zecken nennen, man kann sie nennen, wie man will. Guck mal da, schwarz, weiß, rot, lololo. Kannst du deine Aussage auch wissenschaftlich bewegen? Welche denn? Belegen, welche denn? Glück auf, Juni, danke, Lucifer 4747, Mann, ihr ganzen Teufelsgestalten. Warum habt ihr solche Kacknamen? Du willst mit mir gemeinsam kämpfen, Bernd, dann lass uns kämpfen. Dankeschön, Michael Wiegand. Oh, die Locke, Winkler. Antifa, genau. Boah, es geht so schnell mit euren Kommentaren. Es ist die Nazifa, sagt der Bernd. So nennen sie auch einige. Vielleicht liegst du damit auch richtig, das weiß man nicht. Dankeschön, Ralf Berthold. Gerne das Plus wegmachen, wenn du mich cool findest. Ich komme jetzt öfter live, weil nur so ist es möglich, dass ich auch mit Gästen schnacken kann. Windräder machen Wind, mehr muss man nicht wissen. Ach, Mad Dog, du bist zurück, schön. Antifanten, Antifanten, Schwurbler. Danke, Tabe 83. Wir brauchen keine EU. Die EU ist ja eigentlich auch der Traum von AHA gewesen. Ein vereinigtes Europa unter der Fuchtel von einer Gruppierung, die gar nicht gewählt wurde. Das ist Europa, beziehungsweise die EU, die von der Leyen die kriminellste Regierende der letzten 50 Jahre in Deutschland. Die ist die Chefin geworden von der EU. Einfach mal auf der Zunge zergehen lassen nach ihrer Berateraffäre, beziehungsweise wo sie immens viele Millionen von Steuergeldern ihren Verwandten zugeschachert hat. Auch ihren Vater kann man mal unter die Lupe nehmen. Ist ja nur eine Verschwörungstheorie. Nee, es sind offizielle Quellen überall im Internet nachzulesen. Aber eben muss man sich die Zeit nehmen. Was hältst du von... Oh, es geht so schnell. Was hältst du von der AKW-Abschaltung in Deutschland? Ich finde es nicht gut, ich finde es nicht klug, aber das gehört ja auch zum Game. Die Abhängigkeit, weißt du? Da erzählt uns der Habeck und die Grünen, ja, wir wollen was gegen die Abhängigkeit tun. Ja, wir machen einfach uns nicht mehr abhängig von Putin, sondern von den Amis. Wo wurde jetzt da irgendwas gegen eine Abhängigkeit und für eine Souveränität von Deutschland gemacht? Gar nichts. Verarsche vom Herrn, sie lügen und spucken euch ins Gesicht den ganzen Tag. That's a fact. Das Europaparlament wird doch gewählt, ja. Ist die von der Leyen, wer hat denn die von der Leyen gewählt? Erzähl mir mal, Finn-Ole, komm. Hau raus, Finn-Ole, du bist doch der klügste Mensch auf Erden. Erzähl mir, hast du die von der Leyen gewählt?
Hi, Freibert. Ja, da kommt nämlich dann wieder keine Antwort mehr. Bitte belege, dass von der Leyen die kriminellste Politikerin. Ach, ey, nervt doch nicht. Googles doch. Ja, gab es bestimmt noch andere Kriminelle, aber diese Millionen von Steuergeldern, die sie legal einfach ein paar SMS löschen und dann ist die Weste wieder rein. Wenn du ihr das abkaufst, Mr. L, dann bitte, dann kauf ihr das ab. Dann überweist doch einfach gar leicht dein ganzes Monatsgehalt an die von der Leyen. Passt doch. Was denkst du über dies? Ich kenne dies gar nicht. Die EU und die NATO ist das Beste, das Deutschland passieren konnte. Ich hoffe, das ist Satire, Freunde. Ich hoffe. Was ist denn das Beste an der NATO? Der Feldzug, den die NATO seit 70 Jahren macht? Wo sie in jedem Land mit Lügen Millionen von Menschen töten? Vor allem in muslimischen Ländern? Und somit eine massive Fluchtwelle erzeugen? Wie viele verachtende Kriege hat die NATO gemacht? Wie viele unschuldige Menschen hat sie getötet? Wie viele unschuldige Zivilisten hat sie getötet? Und du willst mir erzählen, dass die NATO was Gutes ist? Hast du dich wohl noch keine Sekunde mit der NATO befasst, du Blitzleuchte, Alter? Entschuldigung, echt, platzt mir mein Arsch. Da platzt mir mein Arsch. Jetzt habe ich wieder 1000 Kommentare nicht gesehen. Finn-Ole, Fakten sind hier nicht willkommen. Ja, L und Finn-Ole, ihr seid das Team, Team No Brain. Schade, eigentlich schade drum, aber okay. Die NATO hat tatsächlich niemanden. Okay, die NATO hat niemanden getötet, sondern die Soldaten. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, aber immer rennen sie alle wieder hin. Du hast recht, aber du wirkst Helmuts gut. Schau mal eure Namen schon alle. Ihr seid so traurige Trolle. Habt ihr wieder irgendwo geteilt? Oh, die Uni ist live. Komm, wir machen jetzt sie fertig. Oh, mein Gott, seid ihr traurig, echt. Hobbylos und traurig. Das ist euer Hobby einfach. Habe ich vorhin schon gesagt, wie alt ich bin. 40. Wenn dir alles nicht passt, Simon da Vinci, wenn du zuhörst, dann kriegst du es ja mit. Was will ich denn in der Politik? Bin ich ein Betrüger, Lügner und Menschenverachter? Nein, also habe ich in der Politik nichts verloren. Und Deutschland kotzt mich eh an und ich werde Deutschland auch früher oder später verlassen. Also Simon da Vinci, du kannst weitergehen und die nächsten stressen, du langweilige Tante. Warum bist du so aggressiv? Weil du so hässlich bist vielleicht? Ja, dann kümmere dich um dein Kind. Bernd, ich kann dich nicht in mein Live holen, weil das dauert noch ein bisschen. Ich muss erst ein paar Sachen machen. Ich bin hier erst das zweite Mal live. Küss dein Herz. Dankeschön, du lieber Mensch. Besser so. Nickname. Wo willst du hin? Das macht jetzt keinen Sinn, es dir zu sagen. Du kennst mich noch. Ja, ich. Ach, du bist der zweite noch. Bist du der echte noch oder bist du jetzt, ist das jetzt eine Trollversion von dir? Wo würdest du hinziehen aus Deutschland? Das sieht man dann. Ich gucke mich um und wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Überall ist es besser als hier. Dankeschön, Trucker, Digga. Sehr lieb. Was war denn in Jugoslawien? Das war ein Angriffskrieg. Ein Angriffskrieg, in den die Deutschen mit drin gehangen haben. Und dafür hätte eigentlich der Schröder und sein Kumpane, der Joschka, massivst bestraft werden müssen. Ist aber nicht passiert, weil hier eben nichts mit Gewaltenteilung in Deutschland ist. Der Schröder hat ja zugegeben, dass es ein Angriffskrieg war, aber auch nichts passiert. Es passiert nichts. Die Politiker in Deutschland haben ja auch eine Immunität, das heißt, solange sie an der Macht sind und auch danach oftmals noch, sind sie geschützt durch eine Immunität, das heißt, sie haben Narrenfreiheit, egal was für Scheiße sie bauen, sie können dafür nicht gerichtet werden. Die Immunität an sich kann nur aufgehoben werden von den Mitgliedern des Bundestags selbst. Und dazu sage ich nur, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Dankeschön mit, ich küsse dein Herz, dann bist du vielleicht doch der echte Nock.
Hallo Junge, ich bin's der Hallo Junge, Hallo Junge. Putin ist besser als alle anderen, das ist deine Meinung. Ich bin davon nicht fest überzeugt. Es ist ein großes Verwirrspiel in meinen Augen, um auf der ganzen Welt den Menschen Rechte zu entziehen, die Digitalisierung voranzutreiben. Nach Italien, Sizilien. Ja, ich gehe diesmal zur echten Mafia, weil der vertraue ich ganz ehrlich mehr als der Mafia, der Regierungsmafia. Ja. Ihr seid schon so ein lustiger Haufen. Und weg. Ich lösche jetzt einfach oder schalte jeden stumm. Dann muss ich es jedenfalls nicht mehr sehen. Dankeschön, Ron Gentle. Da verhungerst du wenigstens nicht. Wo verhungere ich nicht? Hi Diana! Sei gegrüßt! Die Mafia sitzt in der EU, die Mafia sitzt in sämtlichen Regierungen der Welt. Das sind Regierungsmafiosis und das ist viel schlimmer, weil die haben die Polizei hinter sich, die haben die Justiz hinter sich. Beziehungsweise Regierungsmafia ist es eine Industriemafia. Die Regierung ist ja eigentlich nur das Sprachrohr dieser Leute. Kennst du König Thomas? Nee, kenne ich nicht. Tschüssi. Links oder rechts? Gar nichts von beiden. Hallo Andreas Kolkus. Andrea Kolkus? Servus, meine Liebe. Sei gegrüßt. Dankeschön, Bernd. Chemtrails, wollen wir auch über Chemtrails sprechen? Chemtrails sind natürlich eine böse Verschwörungstheorie. Als absoluter Bullshit, wenn ich zum Himmel gucke, sind die Wolken so wie immer. Das ist Quatsch. Ich kenne das gar nicht. Ach, du bist so wieder so eine Hater. Ja, ich will keine Hater mehr. Die Spanien hat die Polizei nicht hinter sich. Die sind auch durchgeimpft, sagt Nickname. Ich habe auch vor kurzem mit jemandem mich. Wo lebst du? In Sachsen-Anhalt, aber aktuell bin ich bei meiner Mom zu Besuch. Das Großkapital hat das Sagen. Heißt du am Samstag Juli? In der Freiluftpsychiatrie, genau. Und die Leute glauben ja auch nicht, dass es Chemtrails gibt und auch nicht, dass es Wettermanipulationen gibt. Wenn ich nach oben schaue und ein Flugzeug einen Streifen hinterlässt, der sich binnen einer Stunde zu einer Dunstschicht zieht, beziehungsweise es gibt mehrere, und dann fliegt dazwischen ein Flugzeug, das eben nur so ein kurzes Schwänzchen hat, das sich dann auflöst, dann kannst du mir nicht erzählen, es liegt in der Luft, die da gerade zu ist. Aber es ist ja in Ordnung, die Leute sind blind, die Leute sind dumm und sie wollen nichts wissen und sie wollen nichts sehen. Dazu haben sie sich entschieden und dann müssen sie auch irgendwann halt, sie opfern sich quasi selbst, wie die Lemminge, die da in den Hügel runterrennen und abstürzen. Aber das ist deren Problem und nicht meins, dann gibt es halt weniger Menschen, dann gibt es wieder mehr freie Wohnungen, mehr freie Häuser und mehr Platz auf der Erde. Ciao, Locke. Und Navis, was sind denn Navis? Leben auf der Rückseite vom Mond. Was schnackt ihr für dummes Zeug? Was hältst du von beiden? Habe ich vorhin schon gesagt, von Creepy Joe halte ich nicht viel und von seinem Sohn noch viel weniger. Und sein Sohn wurde jetzt nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Obwohl sein Laptop voll mit Scheiße auf gut Deutsch ist. Mit menschenverachtender Scheiße, die ihn eigentlich 50 Mal lebenslänglich einheimsen sollte. Ist natürlich jetzt überspitzt. Wo ist die Quelle, Juni? Showdown Kelvin mag Trump. Auf Trump traue ich nicht über den Weg. Ja, jetzt kommt Gina Karabiner wieder und erzählt irgendwelchen Scheiß.
Ein bisschen, was du sagst, stimme ich dir. Balenciaga, hast du den Skandal mitbekommen? Ja, ich habe auch ein Video dazu gemacht. Rix. Balenciaga ist auch ein Skandal. Warum? Pädophilie ist, glaube ich, viel weiter verbreitet, als den Leuten das bewusst ist, vor allem in Hollywood. Mel Gibson hat ja angeblich dazu jetzt einen richtig krassen Film gemacht. Mal gucken, ob der irgendwann rauskommt, ob der schon rausgekommen ist. Oh, du langweilst mich zu Tode einfach. Wahrscheinlich, wenn ein Kind zu dir kommt, Blut aus dem dreijährigen Mädchen ihrer Vagina läuft und sie sagt, ich wurde vergewaltigt, dann sagst du auch, ich will erstmal die Quelle wissen. Ja, sorry, aber solche Opfer, die sollten sich einfach mal einen Rucksack packen und sich selbst mal auf die Suche nach der Quelle machen. Vielleicht kommt dann auch die Erleuchtung. BlackRock habe ich doch vorhin schon erwähnt. BlackRock ist überall mit eingekauft. Freunde, BlackRock, Mr. BlackRock haben wir ja auch in Deutschland. Das wird unser nächster Bundeskanzler. Wartet nur ab. Der führt dann nämlich das bargeldlose, tolle Digitalgeld ein. Nee, Bernd, ich weiß nicht mal, welcher Bernd du bist. Und ich habe auch kein Autokorso gesehen und ich halte auch von Autokorsos nichts. Dampft es bei dir nicht auch, wenn du im kalten, warm atmest? Ist das nicht auch ein Chemtrail? Ja, aber mein Atem bleibt dann nicht stehen für 5 Stunden und verbreitet sich zu einer Dunstschicht. Also, dass du bei solchen Fragen nicht selbst anfängst zu denken. Eigentlich jedes Gehirn mit Verstand müsste sich doch dann zwingen zum Denken. Aber nein, ihr tätigt solche Aussagen. Sagt ganz viel über euch aus und es tut mir echt leid. Au. Dankeschön, King Jules. Danke für die Rose. Warum brauchen wir den Great? Achso, dein Name sagt schon alles. Du brauchst den Great Reset, ja. Du möchtest gern ein Bioroboter sein. Das ist doch schön. Dann mach mit. Spiel einfach mit weiter. Dann wird das auch ganz schnell gehen. BlackRock ist eine US-Investmentgesellschaft, die nachweislich mit in unsere Politik verstrickt ist. Ach was. Sage ich doch, das wird unser nächster Bundeskanzler. Wer ist unser BlackRock-Man? Mr. Merz! Der Merz ist so die Marionette von BlackRock hier in unserer Politik. Das ist einfach ein Fakt. Der Habeck ist die Marionette der erneuerbaren Energieindustrie. Das ist auch ein Fakt. Beziehungsweise die Grünen. Verstrickt bis unter die Knochen. Was ist geil, Andrea Kolkus? Was wählst du bei der nächsten Bundestagswahl? Ich wähle überhaupt gar nicht. Ich bin für Anarchie und gehe nicht wählen. Ich halte von keiner Partei was, muss ich ehrlich sagen. Und vom Parteiensystem eben noch weniger. Aus Thüringen, wo die AfD gerade loslegt, bist du okay. In Paris besetzen sie gerade einen Hauptsitz von BlackRock. Gerade war das nicht schon Monate her? Wo sieht man das in unseren Medien? Jetzt gerade, Domekra? Das haben sie doch vor ein paar Wochen oder vor 1, 2 Monaten schon mal gemacht. Oder ist das einfach nur eine alte Nachricht, die du jetzt bekommen hast? Ja, die Franzosen sind stabil. Ich hätte auch gern einen französischen Freund, der Deutsch kann mit französischem Akzent. Das wäre mein Traum, weil ich finde das wunderschön. Und dann kann er mir Französisch lernen, sprechen. Französisch acten kann ich schon. Und jeden Abend mich in Schlaf reden mit seinem wunderschönen Akzent. Die Leute denken nicht mehr, sie folgen nur noch. Genau. Sie sind einfach strunzend dumm. Leider die meisten. Es ist einfach traurig, aber es ist halt so. So, Juni, ich komme. Okay, das hatten wir schon. Ich muss mal gucken, nicht, dass ich deine wahren Worte. Bist du geimpft, Andrea, wenn du die echte Andrea bist? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Troll ist, weil zu dir Bezug hat ja sonst niemand. Wenn ich jetzt auf dein Profil klicke, ist wahrscheinlich mein Stream zu Ende. Bist du geimpft, Andrea? Hau mal raus. Ich hoffe nicht. Bin ich stolz auf dich und nicht enttäuscht von dir. Du bist Franzose und Franzosen sind nicht stabil. Schade. Einige Franzosen sind schon stabil. Hey Spikey, danke, dass du mich hier zuscheißt mit Rosen, finde ich sehr lieb. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich davon habe, aber trotzdem danke. Franzose, oh la la, ja. Also falls ihr eine Franzose habt, kennt, die schön ist,
Mit einer schönen Pipan. Ich liebe Französisch. Ja, das Französisch auch, aber ich mag die Sprache. Andrea, ich bin stolz auf dich. Danke, du enttäuscht mich nicht. Wie geht's eigentlich deiner Tochter? Die ist doch auch schon richtig groß bestimmt jetzt. Meine ist ja schon, weißt du noch, wenn du die echte Andrea bist, weißt du noch, wo du, ich sage jetzt ihren Namen nicht, meine Tochter, wo sie nicht schlafen wollte, mal so wild im Stuhl geschüttelt hast, bis sie eingeschlafen ist. Ich weiß das noch. Ja, wenn du die echte Andrea bist, vielleicht treffen wir uns ja mal. Ich würde mich freuen. So. Hi, Felix. Na, du bist wieder da, Kollege, der Boss. Doch schön. Nein, 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 nicht gehen. Ich bin stolz auf dich, liebe Andrea. Deine Familie ist auch schlau. Ich bin sehr stolz auf euch. 10 ist sie jetzt. Oha. Süß. Ich freue mich. Würde ich gerne mal sehen. Ja, so lacht die Kokosnuss. Ja, cool. Freue ich mich, dass du hier bist. Komisch, dass du hier bei mir jetzt gelandet bist. Aber es ist cool. Ich freue mich sehr darüber. Die Andrea ist eine Freundin aus meiner Jugend. Nicht Kindheit, aus meiner Jugend. Ihr Bruder hat mich mal geklatscht. Wollte mich klatschen, aber dann kamen die Brüder von einer anderen Freundin. Wir waren auch früher ein richtiger verkackter Haufen. Also ich war schon ein verkackter Jugendlicher, wenn ich ehrlich im Nachhinein das betrachte. So ein richtiges Aas war ich. Ekelhaft, aber wäre ich nicht so gewesen, wäre ich heute nicht die, die ich jetzt bin, glaube ich. Von daher kannst du matchen. Wie matchen? Ich kann noch keinen reinholen. Ich muss doch jetzt erstmal bei meinem zweiten Stream. Ja, ich freue mich sehr, Andrea. Echt ohne Scheiß. Privat hier anschreiben geht ja nicht. Sonst würde ich mich gerne mal mit dir treffen, auf die alten Zeiten ein bisschen klönen, schnacken. Ich war jetzt lange in Hamburg. Jetzt bin ich in Glatzenanhalt. Ich sage meinen Namen nur nicht, meine näheren Umkreis nicht, weil ich in den letzten 3 Jahren öffentlich die Klappe aufgemacht habe. Und dann die Linksextremisten meine Adresse in Hamburg veröffentlicht haben, meine Telefonnummer veröffentlicht haben, mich terrorisiert haben und so weiter und so fort. Deswegen gebe ich nicht mehr so viele Angaben zu näheren Standorten, nicht mehr in der Öffentlichkeit, weil das einfach terroristische kleine Abfallkinder sind. Entschuldigung, anders kann man sie, Abfallkinder sind. Anders kann man sie nicht bezeichnen, diese widerwärtigen Gestalten. Ich war wegen meiner Arbeit dazu gezwungen, dennoch keinen Booster genommen. Ron Gentle, niemand war gezwungen. Niemand. Gentle, Ron Gentle, stand jemand vor dir oder mit einer Knarre an deinen Kopf und hat gesagt, wenn du dich jetzt nicht impfen lässt, dann erschieße ich dich? Alles andere ist eine billige Ausrede, wegen der Arbeit gezwungen. Also ich muss euch sagen, ich habe in Hamburg, weil ich ja die Demos immer gestreamt habe, Leute kennengelernt. Ich habe eine super tolle Ehrenfrau kennengelernt, die war in der Pflege und die hat sich immer geweigert zu impfen, auch als die Pflicht kam. Und sie hat selbst ihrem Chef dreimal die Kündigung in die Hand gedrückt und ihr Chef hat ihr die Kündigung wieder zurückgegeben, hat gesagt, die nehme ich nicht an. Und er hat sie auch nicht gekündigt. Jetzt im Endeffekt ist ja die Impfpflicht auch in der Pflege oder im Medizinischen aufgehoben. Aber die hat mir ein Lied gesungen. Sie hat gesagt, alle Geimpften waren sehr oft, das ist ihre Aussage, nicht meine, waren sehr oft krank. Und der Chef hat das sehr gemerkt. Sie war da. Und ganz ehrlich, die meisten Geimpften in meinem Umfeld, die zu denen ich Kontakt habe, die sind seitdem einfach viel öfter krank. Und das ist keine Verschwörungstheorie, das sehe ich mit meinen eigenen Augen. Und jetzt will wieder Ellen eine Quelle dafür haben. Es ist einfach ein Fakt und wer da mitmacht, ist selber schuld. Ja, Felix, ich bin immer noch live. Wie sie durch die Blume Druck aufgebaut haben. Nee, es ist die Art und Weise, du bist mental schwach. Es heißt ja nicht umsonst Survival of the Fittest. Und nicht Survival of the Gehorsam, mach alles mit, dann bist du fit. Nee, das ist es nicht. Fit bist du, wenn Gegenwind kommt, stehen bleibst. Wenn du authentisch hinter dem stehst, was du denkst und fühlst, dann wäre dir deine Arbeit scheißegal. Es geht doch um deine Gesundheit. Und wenn du dich mit diesem Stoff befasst hast, ausführlich, bevor du ihn dir injizieren lassen hast, dann hättest du das vielleicht nicht gemacht. Und dann hättest du dich vielleicht auch nicht, wie du sagst, erpressen lassen. Im Endeffekt ist es leider Gottes die Wahrheit. Ich will dich damit nicht angreifen, aber das sind mental schwache Menschen.
die freiwillig dahin gerannt sind, haben gesagt, ja, ist ja was Gutes. Aber die mir jetzt im Nachhinein erzählen, mir viele, oh ja, ich musste wegen der Arbeit, ich musste wegen dem, ich musste wegen das. Oder ich wollte halt reisen. Ja, selber schuld, Leute. Wenn ihr damit rein theoretisch eventuell oder einige von euch ihr Immunsystem gedowngradet haben, ja, selber schuld. Es tut mir leid, ich habe da auch kein Mitleid. Die Leute haben sich dazu entschieden, nicht weil sie mussten, wegen so einem kleinen bisschen Druck von der Regierung. Das war jetzt kein massiver Druck. Wie gesagt, die kamen nicht in euer Haus mit Waffengewalt und haben gesagt, so entweder lässt du dich jetzt impfen oder ich baller dich über den Haufen. Das ist bei keinem so passiert. Im Endeffekt könnt ihr euch nur nicht eingestehen, dass ihr mental schwache Persönlichkeiten seid. Und es einfach nur verdammt wenige mental starke Menschen in Deutschland gibt. Das ist einfach ein Fakt. Und den müsst ihr euch einfach leider Gottes eingestehen. Ja, ich brauche Medikamente. Ich brauche keine Medikamente. Vor allem keine von der Pharma. Und du glaubst an die Medikamente. Das sagt schon alles. Wieso stellt er eigentlich immer die gleiche Frage? Die sind drauf reingefallen. Eben. Mental schwach bin ich durch sexuellen Missbrauch. Oh. Ja, du bist. Ich hoffe, du bist echt und kein Troll. Ja, Makrux, wenn die dir gut geballert hat. Also, Entschuldigung, an euren Kommentaren. Das ist der Grund, warum Deutschland einfach hoffnungslos verloren ist. Weil solche Leute wie euch gibt, Freunde. Zu viele davon. Und das ist die Mehrheit. Und das war auch in den 30er Jahren so, dass die Mehrheit geschwiegen hat und es toll fand, weil sie nicht viel mitgekriegt hat, weil sie den hier gemacht hat. Und genau das Gleiche machen die Leute heutzutage, Freunde. Sie machen den hier. Und dann haben solche faschistischen Regierungen, solche menschenverachtenden Regierungen immer eine Chance, weil ihr den hier macht. Aber es raffen die meisten einfach nicht. Sie raffen es nicht, sie wollen es nicht raffen. Deswegen habe ich auch aufgehört mit irgendwie versucht, irgendwelche Leute aufzuwecken oder so. Es bringt nichts, die wollen nicht. Die sind irgendwie irgendwo in der Evolution stehen geblieben, indem ihr ihnen irgendein Guru und Führer gesagt hat, es ist gut, wenn du dumm bist. Glauben Sie nur den offiziellen Medien. Alles andere sind Verschwörungstheoretiker. Und wer ganz ehrlich den Lauterbach heute noch was glaubt, den kann ich sowieso gar nicht mehr ernst nehmen. Wer diese Person ernst nimmt, die kann ich nicht ernst nehmen. Genauso wer die Baerbock ernst nimmt, die kann ich nicht ernst nehmen. Genauso den Habeck, der gerne aus der Toilette trinken möchte. Wie er mal früher in dem Video gesagt hat. Er möchte in einer Welt leben, wo er ohne Bedenken aus der Toilette trinken kann. Da möchte ich aber vorher bitte reinscheißen. Warum bist du so aggressiv? Weil ihr mich wütend macht. So, Deutschland zuerst. Die Denunziantum. Du bist Mitläufer und wissenschaftsresistent. Das kommt dann von denen, die wahrlich mitlaufen und wissenschaftsresistent sind, weil sie den Depsperten glauben, die die Politik euch hingesetzt hat, damit ihr auch schön alle ihre Propaganda abkauft und glaubt. Meine Herren. Ich hörte Medien, die BlackRock zu tun haben, ja. Warum seid ihr so ruhig? Ja. Wissenschaft ist etwas, was Wissen schafft und nicht, dass ihr euch selbst Wissen aneignet. Ja, Moritz, du kannst gehen. Die Tür steht für dich im Haufen. Ich benutze nicht viele alternative Medien. Ich bilde mich selbst. Ich lese Bücher. Ich gucke Statistiken von verschiedenen Quellen aus verschiedenen Ländern an, von offiziellen Quellen vor allem auch. Dankeschön, Nickname. Quelle Telegram, das kommt einfach nur von dummen Menschen. Solche Aussagen kommen nur von dummen Menschen. Ist da eine Quelle in die Telegram und YouTube? Hä? Was ist ein Telegram? Auf Telegram werden Links geteilt und dann drückst du auf die Links und dann bist du auf einer Seite im Internet. Und wenn du das nicht glaubst, dann gibst du das einfach im Internet ein, vielleicht noch in einer anderen Sprache
Und dann checkst du mal die Medien oder die Nachrichten aus anderen Ländern und gleichst sie miteinander ab. Das kostet halt alles Zeit. Aber die Zeit haben die meisten von euch nicht. Und dann tun sie so, als seien sie klug, obwohl sie sich gar nicht bilden. Ja, genau, ohne Ausschlag zu bekommen. Hallo Ute. Was liest du für Bücher? Viele Bücher. Wenn ihr Tipps haben wollt, Arno Grün Bücher lesen, Freunde. Sehr gute Bücher. Arno Grün ist ein richtig cooler Typ gewesen. Oder Fritz von Unruhe, auch gerne lesen. Der hat auch viel geschrieben über das Dritte Reich. Fritz von Unruhe ist ja damals auch ausgebüxt. Der war kein Jude, aber ist trotzdem in ein Arbeitslager gesperrt worden, weil er kritisch war. Ja, hoppala. Aber ist bestimmt nur eine Lüge. Also ich rate euch auf jeden Fall, Fritz von Unruhe und Arno von Grün Bücher zu lesen. Sehr gut. Erich Fromm ist auch nicht schlecht. Gerade über die Verrohung der Gesellschaft. Hallo? Ernst Wolf ist auch ein kluger Mensch, genau. Dankeschön, Danger Max. Felix, du bist ja immer noch hier. Habe ich doch jetzt aufgezählt. Gott, ich bin es, Gott. Brandtor 777, gute Zahl. Soll ich mal raten, schon mal zu Stupidos, HSV-Lumpi. Soll ich mal raten, ungeimpfte AfD-Wählerin, die keine Ausländer mag? Außer die Guten. HSV-Lumpi, kann ich auch mal raten? Kein Gehirn, Seele verkümmert, Mini-Pipan, aber die Klappe ganz weit offen im Netz. Wenn du mir auf der Straße gegenüberstehst, kackst du dir in die Hosen und kriegst deinen Mund nicht auf. Genau so ein Typ bist du. Gebe ich Brief und Siegel drauf. Und wenn du aber mit 7 Freunden, die alle schwarz maskiert sind, und mich auf der Straße triffst, dann kannst du die Fresse wieder aufreißen. Weißt du was? Genauso haben es die Skinheads gemacht. Genauso haben es die Skinheads. Als ich ein Kind war, gab es wirklich noch solche Fascho-Idioten, Skinheads, die einfach Leute verprügelt haben, nur weil sie ausländisch aussahen. Ja? Und genauso strunzen, verfickt dumm sind Leute wie du für mich. Nicht anders. Die Linksextremisten, die verhalten sich genauso wie die Skinheads von damals. Die Skinheads von damals haben jeden verprügelt, weil er anders aussah. Und die Alerta Schreikinder möchte gern Antifa von Deutschland, verprügelt jeden, weil er nicht ihre Meinung vertritt. Und dann nennen sie das Toleranz. Da lachen ja die Hühner auf der Stange. Ganz ehrlich, Freunde. Und das ist die Toleranz, die sie leben. Toleranz für ihre eigene Meinung. Aber wehe, jemand hat eine abweichende Meinung, dann wird er gleich verprügelt und mundtot gemacht. Da muss ich mich fragen, benehme ich mich eher wie ein Faschist oder diese Leute? Die Verrohung der Gesellschaft sieht man in der AfD. Dr. Pöbel bei dir auch. Die Verrohung der Gesellschaft findet statt, weil die Leute ihr Gehirn nicht mehr benutzen und nicht mehr ihre Seele hineinhören und keine Verbindung zu ihrer Intuition haben. Denn jeden hätte in den letzten 3 Jahren die Intuition extrem warnen müssen. Die Intuition ist auch ein Warnsystem, aber bei vielen funktioniert das doch nicht. Du urteilst ohne irgendwelche Ahnung. Ich habe sehr viel Ahnung. Und wer als User 13745 kommt, da brauche ich auch nichts sagen. Mini-Pipan ist auch gemein. Ja, das stimmt, Jens. Aber manchmal muss man gemein sein, wenn die Leute einen so hart dumm kommen. Bin ich eigentlich schon, sind 20 Stunden um, 22 Stunden, 2 Stunden, nicht, 18%. Gleich hat gleich 2 Stunden geschafft. Bin ich um 9 live? Gibt es hier noch, 9 live ist doch irgend so ein Sexteil, ne? Ich weiß es nicht, ich muss auf jeden Fall 120 Minuten schaffen. Wieso wird hier nicht wie bei YouTube die Zeit angezeigt? In der AfD sind meistens Impfgegner. Ach, du langweilst mich. Ich mach dich jetzt stumm, weil du langweilst mich einfach so doll. Entweder bringst du sinnvolle Kommentare oder du hältst einfach die Klappe. Weil ich keine Lust. Ich habe keine Lust mehr, mich mit solchen Leuten abzugeben. Das macht nämlich auch gar keinen Sinn. Wie kann man ein Extremist sein? Dankeschön, Mel.
Was? Gott qualifiziert mich für die Aussagen. Gott qualifiziert mich dafür. Ja, der läuft sauschnell, finde ich auch. Sind halt, aber lieber so, als dass keiner was sagt. Hui. Was macht denn ein Nazi aus? Ja, genau, was macht denn ein Nazi aus? Komm, haut mal raus, Dr. Pöbel und Co. Henry und Fritz Blume und wie du sonst so heißt. Komm, sag mal, was macht denn ein Nazi für euch aus? Erzählt mal. Mini Piepern? Fragezeichen? Nein, Mini Piepern, der war gut und der schweigt. Wahrscheinlich habe ich recht. Imagine. So, Felix. Felix, du bist ja auch noch da. Komm, erzähl mal, was ist ein Nazi für dich? Ich bin es Gott. Was ist ein Nazi für dich? Und Felix Blume, was ist ein Nazi für dich? Einfach mal raushauen. So, jetzt muss ich wieder runter, damit ich das auch sehe. Faschistisch. Ja, und was ist faschistisch? Das sind keine Argumente, ihr Helden aus dem Erdbeerfeld. Ihr seid einfach armselig und ihr beweist es hier offiziell in der Öffentlichkeit, wie armselig ihr seid. Wo sind hier Nazis zu sehen? Genau, zeig mir einen Nazi. Nee, ich will jetzt mal von diesen Helden wissen. Felix Blume, was ist ein Nazi für dich? Ja, Felix Blume, du bist auch gefragt, nicht nur der andere Felix. Du hast keine Argumente für deine Thesen. Du schnackst dummes Zeug, sagst, ich habe keine Argumente, aber wenn ich dich frage, was ein Nazi ist, kannst du mir nicht mal das erklären. Heidewitzka. Nazi macht Enteignung, unterdrückt die Bürger, schreibt Keeper Markus. Antisemiten sind Nazis. Gut. Das ist ja wenigstens schon mal eine Aussage. Höcke ist ein Nazi. Was macht denn Höcke zum Nazi? Hau aus. Ich muss jetzt einmal mein Ladegerät holen, sonst ist gleich hier der Ofen aus. Oh, mein Gott. Ich bin schon nicht mehr die Jüngste. Hol die Nazis her. Übrigens habe ich eine Nazi-Keule zu Hause, Leute. Eine echte Nazi-Keule. Die habe ich verliehen bekommen von solchen Dullis wie diesen Fritz Blume und Fritz von Felix Blume, verzeihen. Kollege freut sich bestimmt darüber, dass du dich Felix Blume nennst, aber der ist ja auch nur so ein Fähnchen, dass du dich Felix Blume nennst, aber der ist ja auch nur so ein Fähnchen im Wind. Sorry Leute, aber ich muss das jetzt hier einstecken und hoffe, das geht auch. Zack. Geht's? Ja, es lädt. Wir sind deutsch und stolz drauf. Also ich bin nicht stolz drauf und ich bin auch nur halb deutsch. Und in den aktuellen Zeiten bin ich gar nicht stolz drauf, weil ich schäme mich da eher für die Deutschen, weil wie benehmen sich die meisten? Und ich meine jetzt nicht die Minderheit der Deutschen, die noch Herz und Verstand besitzen. So, was ist denn jetzt eigentlich mit den Superhelden, Nazi-Freunden, Weidel zum Beispiel, Weidel ist ein Nazi, dafür kannst du angezeigt werden, du Schelm, immer dieselben Phrasen, ach jetzt kommen die ganzen, die Linken und die Wokis haben aufgerufen, jeder der keinen Krieg will ist ein Nazi, das stimmt. Das sind Sozialisten. Warum muss ich mich äußern? Habe ich doch gar nicht beteiligt an der Diskussion. Ja, genau. Keine Argumente, dann sag doch auch einfach gar nichts. Du machst die ganze Zeit mit deinen komischen Spackenfreunden. Da kann man auch nur Bier trinken mit solchen Leuten wie euch. Also nicht mit, sondern wegen. So, also. Die anderen sagen nichts, weil sie keine Argumente haben. Salomon ist jetzt auf einmal für Fortnite, den baller ich jetzt raus. Das war doch der, auch so dummes Zeug vom Stapel gelassen hat, oder? Du hast einen Vergleich von heute zum Dritten Reich gezogen, geht's dir noch gut? Während den Anfängen, habt ihr schon mal von den Anfängen, ihr seid einfach so einfach gestrickte Menschen. Es tut mir leid einfach nur. Ihr tut mir eigentlich nur leid. Ganz dolle. Sehr dolle. Ihr seid in diesem Leben leider keine Runde weiter. Ihr bekommt kein Foto von Heidi Klum und müsst die Runde nochmal machen. Das wird euch an der Himmelspforte erzählt. So lang, bis ihr es versteht und euch weiterentwickelt.
Also ist unsere Regierung ein Nazi, schreibt Dell Erbrusch. Das weiß ich nicht. Dell Erbrusch. Danke, Tivotox, dass ich niedlich bin. Die Erde ist eine Scheibe, hat mir meine Intuition verraten. Ach, Salomon, du langweilst mich, deswegen schalte ich dich jetzt stumm. Denn deine Argumente hast du nicht. Vielleicht bist du einfach nur dumm. Wo würdest du mitmachen? Dumme Kommentare schreiben? Die Dümmsten fühlen sich wie die Schlausten. Meinst du dich damit? Wer braucht die Bluttrinkerin? Ja, Problem. 188! Die 88, jetzt der Beweis, ich bin ein Nazi. Fütter mich, Mutter. Dich schalte ich auch gleich mal leise, Wurstwasser. Dankeschön, Mike Walter. Walter. Klaus Kinski. Danke, Frank Stein. Hey, Blender, sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du auch auf TikTok vertreten bist. AfD-Leute bringen unser Land wieder, unser Land in Ordnung. Ob das so ist, sehen wir dann. Ich bin davon auch nicht überzeugt, auch wenn die ganzen Dullis hier sagen, ich bin eine AfD-Wählerin, weil die einfach nichts wissend und einfach gestrickt sind. Und einfach gestrickt ist noch ein Kompliment für die. Scharia statt Demokratie wünscht sich der Anti-AfD-Huna-Aöne. Say my name, say my name. Shadow Calvin. So habe ich jetzt gesagt und weiter. Danke für die Rose. Wo kommst du her? Immer noch aus Glatzenanhalt? Hattest du schon ein Argument gebracht für irgendwas? Ich glaube nicht für ganz viel, aber du musst halt zuhören. Das meine ich ja mit den Affen. Aber naja, manchen Menschen ist halt nicht zu helfen. Daniel Rovato wird stumm geschalten, weil er nur beknackt rumtut. Europa soll christlich bleiben. Wie wäre es denn mal? Religionen sind ja ein. Religionen, ja. Religionen sind ein Spaltungsorgan. Meiner Meinung nach. Man kann ja Religion ausleben, aber warum muss der eine immer sagen, meiner ist der echte Gott und deiner ist kein richtiger? Die ganzen Menschen mit Verstand und Herz sind eigentlich von den Religionen so ein bisschen einen Schritt zurück und verstehen das Ganzheitliche. Ist eine andere Geschichte. Jesus, ja, genau. Aber man kann das ja haben, machen, wie man möchte. Ich bin dafür, dass man einfach Religionen abschafft. Sämtliche Religionen. Auch das Christentum, weil das Christentum, ganz ehrlich, Leute, der Papst. Was ist denn das Christentum vor allem katholisch, römisch-katholisch? In meinen Augen ist der Papst und dieses ganze Vatikan-Ding, da werde ich auch bald mal hinfahren und das mal angucken, ein Satanismus-Konstrukt. Man erkennt es ja auch an ihren, wie sie diese ganzen Agenten mit vorantreiben, die Päpste. Dass das nicht wirklich und mit Gott zu tun hat. Und wenn jemand mir erzählt, ja, dass er näher zu Gott steht oder näher an Gott ist als wir da unten, dann glaube ich ihn nicht. Weil wenn es Gott gibt, kann jeder zu ihm beten. Dazu braucht er keine Kirche. Dazu muss er keine Kirchensteuern bezahlen. Das würde Gott verachten. Zutiefst verachten. Deswegen sind diese Leute weiter entfernt von Gott als die meisten von euch. Er ist ein Satanismuskonstrukt. Genau. Nickname ist ein kluges Köpfchen. Jetzt kommt Felix mal endlich mit einer Antwort. Es hat aber lang gedauert, einen Satz zu schreiben, was ein Nazi ist, Felix. Oh, wow. Aha. Also bin ich auch jemand, der die Ideologie des Nationalsozialismus folgt? Folgt die AfD der Ideologie des Nationalsozialismus?
Folgt irgendjemand, den du kennst und Nazi bezeichnest, der Idee des Sozialsozialismus? Nationalsozialismus. Nazi. Vatikan ist Mafiasystem. Ja, ich muss sagen, ja, ganz ehrlich, ich bin ein absolut der Papst und die römisch-katholische Kirche, absolute Schande, gehört abgeschafft. Jede Religion, die menschenverachtend irgendwie sich äußert oder verhält, gehört abgeschafft. Im Endeffekt hat für mich nur der Buddhismus noch so eine Bestehensberechtigung, weil die sagen ja, tu keiner Fliege was zuleide. Sonst kommen die Fliegen und tun dir was zuleide. Ja, so sehe ich das einfach. Ich glaube an Gott, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe keine Religion. Ich bin mit einer arabischen Familie mit aufgewachsen. Meine beste Freundin war Araberin, deren Mutter war Palästinenserin. Viel mit Türken auch aufgewachsen. Meine rechtsradikale Mutter hat zum Beispiel früher auch türkische Mütter unterstützt in der, ist natürlich nichts, ich sag's extra wegen den ganzen Dullis da draußen, hat damals auch türkische Mütter unterstützt und ist mit denen dann so in die Schule gegangen und hat halt denen geholfen, ein bisschen klarzukommen. Wie gesagt, ich bin mit einer arabischen Familie aufgewachsen und da die Mutter von meiner besten Freundin Palästinenserin war, bin ich wahrscheinlich erst recht ein antisemitischer Nazi. Wenn es bedeutet, dass ich ein Antisemit sei, Antisemitismus erstmal, der Begriff ist sowieso komplett falsch, aber das rafft ja auch hier irgendwie kaum einer. Wenn ich die israelische Regierung kritisiere, dann bin ich ein Antisemit. Wenn aber die jüdischen Mitbürger, meine jüdischen Freunde in Israel oder in Israel auf die Straße gehen gegen ihre Regierung, gegen das Vorgehen gegen die Palästinenser, wie nennt man das denn dann? Sind das dann jüdische Antisemiten? Und findet das nicht statt, nur weil die Medien hier nicht darüber berichten? Einfach mal drüber nachdenken. Aber ich weiß, den meisten ist Denken schon viel zu anstrengend. Und die Nazis waren links und nicht rechts, sagt Andrea Ray 84. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Kann sein, Herr Muhe, ein 77777. So. Ich bin eine Freundin aus der Kinder. Ich bin eine Freundin aus. Wer hat denn das jetzt geschrieben? Bist du aus der Spiegel-Doku? Ha, ja, die bin ich. Ha, ist das lustig? Ha, kannst jetzt dein Mikropenis draufreiben. Freu dich deines Lebens. Die waren, reiß ich gerade links und rechts. Okay. Aber ich komme immer da unten auf diesen Scheiß. Dankeschön, Jürgen M. Ja, eine Freundin aus der Kindheit. Ich mag den Stream, bist voll sympathisch. Danke, Shadow Calvin. Kelvin. Herr Muhe, musst du jetzt 50 Mal die gleiche Frage stellen? Bist du irgendwie schwer von Begriff? Ich habe dir die Frage schon längst beantwortet, aber hier sind wir wieder bei den Affen, wa? Deswegen erlaube ich dir jetzt zu gehen und schalte dich stumm. Kannst weiterschreiben, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ja, echt, diese Dullis, aber ich bin das ja gewohnt. Ich bin das seit 3 Jahren gewohnt, dass ich im echten Leben von solchen Fatzke, minderbemittelten Kreaturen belästigt werde. Ja, bin ich slavig. Wenn sie Hops nimmt. Na, von dir, Brunswain. Von dir kommt das Schnuckelein. Tschüss. Bist du die Schwester von Amadeus Mozart? Ja, die bin ich. Zwei verschiedene Augenfarben sind in Ordnung. Bin und bleib. Mensch, Spike. Hi nochmal. Was hast du anzubieten? Ein großes Herz, viel verstanden, Kottermaul, genau, Kotterschnauze. Nein, ich bin nicht jüdisch. Ich bin religionslos. Ich glaube nur an Gott. Und ich glaube, dass Gott für alle Menschen da ist und alle Menschen liebt, die ein Herz besitzen und das auch nutzen können. Auch die, die es nicht nutzen, versucht da noch irgendwie klar zu kriegen, aber die wollen nicht. Das Böse ist stärker.
Aktuell ist das Böse einfach viel doll stark. Wie kommen die Zeiten aktuell auch ein bisschen, jetzt kommen wir zur Bibel, wie Sodom und Gomorra, sage ich oft, so diese menschliche Abstumpfung. Beziehungen gibt es kaum mehr, jeder mit jedem. Die Männer sind die Helden, wenn sie viel Frauen bumsen. Die Frauen sind die Heldinnen, selbstbewusst, wenn sie, schaut mal, die neue Frau, ja? Die neue Frau ist die selbstbewusste Frau, wenn sie nicht auf ihre Falten klarkommt und die unterspritzt. Nicht auf ihre normalen Lippen klarkommt, sondern aussehen will wie eine lebendige Bumspuppe. Nicht auf ihre Nase klarkommt, weil sie anders ist als alle. Sie möchte gleich aussehen. Die Titten, oh, Kind bekommen, hängen zu doll, die müssen jetzt auch. Und am besten so groß wie von einem Pornostar. Die Mädchen oder die Frauen sehen alle aus wie lebendige Bumspuppen da draußen. Nicht alle, aber 50% sind es bestimmt jetzt schon voll operiert. Shirin David steht da und erzählt euch, ich bin so selbstbewusst. Ich habe für 70.000 Euro meinen Körper repariert, weil ich so selbstbewusst bin und zu mir selber stehe. Mädchen, steht auch alle zu euch selber. Lasst euch operieren. Das ist doch eine Lüge. Wenn ich doch zu mir selber stehe, lasse ich mich doch nicht operieren. Wenn ich selbstbewusst bin, dann sage ich, ja, ich habe ein Kind, meine Titten hängen bis zum Bauchnabel. Ist mir aber scheißegal, ich habe dafür ein Kind. Und schöne Augen. Oder. Das ist Selbstbewusstsein. Und nicht, wenn ich so, oh, jetzt will ich aussehen wie Kim Kardashian. Und meinen Arsch kriege ich mit Sport nicht hin. Dann lasse ich Brazilian Buttlift machen. Egal, ob man da zu hoher Wahrscheinlichkeit sterben kann. Ist das Selbstbewusstsein, Leute? Das Selbstbewusstsein? Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist 22 Jahre alt. Aber eine Po-Werbung von der Putzfirma ist wiederum sexistisch. Okay. Wien liebt dich. Dankeschön, Sascha Eisenherz. Vielleicht sollte ich mal nach Wien kommen. Was auf Fragen nicht antworten. Ich sehe halt nicht alle Fragen. Du Held im Erdbeerfeld, dann schreib doch nochmal deine Frage. Bitte, Manu, ich spreche immer alles direkt und ehrlich aus. Ich bin nämlich ehrlich, trage mein Herz auf der Zunge und authentisch. Genau, Selbstbewusstsein sagt, Transzendenz ist sich seiner selbst bewusst zu sein. Sachsen-Nord liebt dich ebenfalls. Sagen bestimmt die Liebsten, guck mal, die ganzen Nazis lieben sie, die alte Faschbraut. Super, danke. Danke, Manu Sunshine. Tom, Tom, go. Was ist? Was sagt der Böse hier oben? Mit Aggressivität auf Fragen antworten, die man übersieht oder nicht kennt. Mensch, René, hast du auch irgendwie ein Hobby? Nein. Wo sind endlich die ganzen Linksgrünen weg? Jetzt sind die weg. Ja, ich habe ein paar stumm geschalten. Ich dachte, nur für mich sind die stumm. Ich klaue dir einen Plus weg. Danke, Manulein, mein Schatz. Nickname. Okay, haben wir jetzt 2 Stunden geschafft. Ist schon 23.14 Uhr. Leute, ich kann das jetzt auch nur in dieser Form machen. Heute sehe ich auch echt süß aus, finde ich. Nicht immer, nicht jeden Tag, aber heute sehe ich schön aus, oder? Die Haters würden sagen, nein. Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Dankeschön, Carsten. Gehen auf Fake-Franzosen, die echten sind natürlich die besten. Italiener nehme ich auch. Was will er hier? Die Welt ist völlig verdreht, stimmt. Beispiel Peace-Zeichen, dreht es um und es ist eine Kriegsrune. So sieht's aus. Die Symboliken wurden alle guter, jetzt sagen wir doch noch was. Genauso wie das Hakenkreuz, ja, die Svatiska. Die ist ja eigentlich ein ganz anderes Zeichen, ein energetisches Zeichen früher gewesen. Und dann hat man es benutzt in diesem Krieg. Deswegen glaube ich auch, dass diese ganze Geschichte inszeniert war, um den Menschen Rechte zu nehmen und andere Sachen zu veranlassen. Ihr müsst euch auch mal damit befassen, was im Schatten des Zweiten Weltkriegs alles so passiert ist auf der Welt. Damit solltet ihr euch mal befassen. Das ist auch sehr interessant, was im Schatten des Zweiten Weltkriegs noch so alles auf der Welt passiert ist.
Das ist ja wieder für viele zu anstrengend. Und sonst könnten sie ja mit der Wahrheit konfrontiert werden und das würde ihr Weltbild zerstören. So sieht's aus. So, Manu Sonnenschein, ich denke, jetzt machen wir noch 5 Minuten. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann ballert sie jetzt raus. In 5 Minuten bin ich weg. Und Lives gibt es jetzt noch vielleicht. Ich gehe noch mal live, solange ich hier bin. Aber wenn ich in den nächsten 2 Monaten unterwegs bin, gibt es nur Videos und auch wenig politischen Content. Da möchte ich mir einfach eine Auszeit gönnen. Ich werde euch aber erzählen, wie es ist ohne politischen Content, wie man das so macht und wie es sich anfühlt und so. Das ist für mich auch neu. Ich muss auch ehrlich gestehen, durch meine Tätigkeit in den letzten 3 Jahren, dass ich schon quasi so wie eine Informationssucht entwickelt habe. Und dann informiere ich mich, dann finde ich ein Thema und informiere mich und google ganz viele verschiedene Seiten und nicht nur Telegram, nee, Spaß, und google dann ganz viele Seiten dazu und dann geht zu viel Zeit drauf und das ist so, und dann kommt man von eins ins andere und das ist manchmal nicht gut, weil man sich dann so hart aufregt. Und dann kommen noch solche Dullis hier rein und bestätigen, dass die Welt ein Haufen AA geworden ist. Kennst du Nikolai Binder? Persönlich kenne ich ihn nicht, aber ich habe gehört, dass er mit, das sage ich jetzt, Schwarz-Weiß hat ja so ein Video gemacht, Sascha von Schwarz-Weiß, falls ihr kennt, über die Giovanna Winterfeld, weil die hatten ja anscheinend eine Affäre. Und dann hat sich der Sascha anscheinend verliebt. Währenddessen hat aber die Giovanna gedacht, lässt sie mal den Binner rein in ihre Grotte hinein. So laut des Songs. Das ist nicht meine Aussage, das ist in den Song herauszulesen. Aber das Video hat er jetzt gelöscht, weil die Giovanna Winterfeld hat ihn ja mit einer Unterlassungsklage gedroht. Das ist immer so toll, wenn die Menschen in diesen mutmaßlichen Widerstand immer sagen, fuck the system, aber dann klar verklagen sie sich alle gegenseitig. Ich bin auch kein Anhänger von Querdenken. Ich bin eher ein Kritiker von Querdenken. Ich bin eigentlich von kaum jemand ein Anhänger. Doch von mir selbst und von meinem Hund. Süß, bin halt Norweger, findest du das auch gut? Norwegen ist auch schön. Dankeschön, U2's Club. Justus Lub, Just Us Lub, keine Ahnung. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also keine Fragen, nichts mehr. Dann Dankeschön, Justus Lub, für dein Abonnement. Portugal ist cool, ja. Ich habe da auch einen Bekannten, der hat ein Grundstück. Jetzt gucke ich erstmal mich in Italien um, ob es da schön ist. Kalgon 89, danke für dein Abonnement. Schlaf gut, Kelvin. Interessierst du dich überhaupt über die Geopolitik? Interessierst du dich für die deutsche Sprache, Meme World and Fun? Was also? Ich habe keine Frage gesehen. Da gibt's guten Fisch. Was ist Winterfeld? Giovanna Winterfeld ist das. Diese mit der schönen Stimme. Aber ja. Träum schön, Daniela, du auch, du Liebe. Ecuador ist auch nice. Ich lade dich dann ein. Ja, das ist doch keine Frage. Ich lade dich dann ein, das ist eine Aussage. So Leute, ich glaube, es ist einfach zu spät für euch alle und für mich auch. 1 Monat, nee, 2. Mr. Zylinder, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Also, liebe Freunde, ich bin jetzt raus. Ich komme nochmal live die Tage. Da muss ich aber gucken, weil morgen kommt meine Mama und ihr Mann wieder. Dann habe ich hier nicht so viel Freiheit, mich überall hinzusetzen, wo ich möchte. Wir werden es sehen. Okay, liebe Freunde, schön war es mit euch. Schöne Veranstaltung heute. Danke, schöne Veranstaltung.
Ich finde das schön an TikTok, wollte ich noch mal sagen, dass hier der Chat irgendwie voll dabei ist. Auch wenn da so komische Snitcher dabei sind, sind auch echt coole Leute am Start. Und gute Nacht. Passt auf euch auf. Die Frau mit dem schönen Pony. Sie ist so wunderschön. Spaß. Schlaf gut, liebe Leute. Und ich arbeite daran, dass ich demnächst auch Gäste reinholen kann. Aber wie gesagt, TikTok hat gesagt, jetzt habe ich meinen 2-Stunden-Stream. Mal gucken, was sie als nächstes dann einfordern. Aber auch das kriegen wir hin. Dankeschön, Mr. Zylinder. Bleibt ihr auch alle stabil in eurer Mitte und lasst euch nicht unterkriegen, weil ihr seid mental stark. Also bleibt es auch. Ich bin stolz auf euch. Bis dann, Freunde. Sascha Eisenherz. Träum süß, mon amour. Wo macht man hier aus, da, ne? Geh aus.